Ich sehe schon, der Chat ist gut drauf. Chat ist sehr lustig heute. Ich musste mehrfach laut lachen, als ich den Chat gerade gesehen habe. Also, jetzt nicht vom Grundkonzept Chat, aber ich musste über das, was da geschrieben wurde, musste ich ein bisschen schmunzeln. War sehr gut. Kingston, hast du die Lösung der Rätsel verarbeitet? Lass uns doch nicht darüber reden, über Rätsel. Lass uns doch einfach auch mal schöne Sachen im Leben erstmal besprechen, nicht wahr? Also zum Beispiel, dass wir heute fertig waren oder fertig mit den Aufnahmen sind, mit den Ace Attorney-Aufnahmen. Über 5 Stunden haben wir heute aufgenommen. Wir haben irgendwie um, weiß nicht, 10:45 angefangen und waren um 5 fertig. Und es war großartig. Ich bin deswegen ein bisschen aufgedreht und meine Stimme ist vielleicht auch ein bisschen weg. Aber es war sehr schön. Es wurde viel geschrien, viel geweint. Es war richtig, richtig, richtig toll. War richtig, richtig toll. Das waren die schönen Sachen, die heute passiert sind. Und das ist mir eingefallen, dass ich heute noch seine Homecoming auch noch fertig machen will. Das kommt emotional einiges auf mich zu heute. Oh boy. So, wie habe ich die Rätsel verarbeitet? Nicht gut. Ich sage, wie es ist. Nicht gut. Da kann ich auch mal ganz ehrlich zu euch sein. Ich habe mich gestern in eine Situation gebracht, in der ich mich selber nicht wohlgefühlt habe. Nämlich ein Rätsel unter Zeitdruck zu lösen. Is emotional damage. True, lucky true. Herzlichen Dank. Ach, übrigens auch danke an Pax Money für Prime, 5. Monat. When the home is coming, it's true. It's very much true. Aaron, hat Mats etwa keine ehrliche Arbeit? Also ob die ehrlich ist, weiß ich nicht, aber ich habe eine 4-Tage-Woche. Das heißt, ich habe immer noch einen Tag in der Woche, den ich zum Beispiel in den letzten Monaten eigentlich immer für Ace Attorney hab draufgehen lassen. Also zumindest so die Hälfte. So, wir machen eigentlich immer so 2 bis 3 Stunden. Und das war auch eigentlich immer gut, aber heute dachten wir, wir wollten heute fertig werden. Und der letzte Fall ist ja, wer den kennt, ist unfassbar toll bei Ace Attorney, bei Trials and Tribulation. Ich habe total vergessen, wie das heißt. Beim dritten der Phoenix Wright-Reihe, nicht wahr? Ja, ganz toll. Also da musste ich wirklich, war ich wirklich sehr, sehr beeindruckt, weil Ace Attorney hat eine so tolle Geschichte am Ende, also viele Bereiche. Ace Attorney Tree, Dankeschön, genau. Und da ist mir aufgefallen, wie gut die Geschichte ist, wie deep das auch geht am Ende und wie schlecht Homecoming dahingehend ist. In diesem Sinne, lasst uns doch nicht die Zeit vertrödeln mit guten Dingen, lasst uns doch reingehen in die nicht so guten Dinge, nicht wahr? So, da haben wir übrigens schon den Boy. Ich habe vorhin, als ich hier noch aufgeräumt habe, die Tür mal zugehabt bei mir. Und der Boy ist ausgerastet. Der Boy ist, also der Kurti, damit, mit denen da meine ich, der kommt überhaupt nicht damit zurecht, wenn irgendwo eine Tür zu ist. Das ist absurd. Dann brauche ich eine halbe Stunde, musste ich hier den Boy beruhigen. Aber jetzt habe ich ihm gesagt, ab geht's mit Silent Hill, da ist er voll dabei. Ah, wenn ich ein bisschen aufgedreht bin, tut es mir wirklich leid. Es war alles sehr, sehr schön. Und deswegen freue ich mich jetzt drauf, dass wir hier wieder rauskommen aus der Nummer. Oh. Niemand darf hier Mauern und Türen errichten. Zumindest die Türen dürfen nicht zugehen. Ach, Mensch. Ja, Ace Attorney. Ich würde gerne drüber reden, aber ich möchte euch das auch nicht, also falls ihr das dann das erste Mal jetzt schaut und die Story auch nicht kennt, möchte ich euch das in keiner Art und Weise kaputt machen. Und wir sind, glaube ich, das dauert jetzt noch bis locker Ende Juni, Anfang Juli, irgendwie sowas. Also wir haben relativ viel aufgenommen. Oh ja, hier, jetzt sind wir weg damit. Und wir haben jetzt, glaube ich, 2,5 Stunden Folgen. Also die letzte Folge geht weit über 1,5 Stunden. Und davor kommt auch nochmal eine Folge, die über 1 Stunde ist. Also wir haben sehr, sehr viel gemacht. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, du bist auch sehr, sehr schön. Danke, Dobsi. Das weiß ich, dass du das nur sagst, um mich zu motivieren, nicht wahr? Oder du meintest den Boy wahrscheinlich, ne? Aber das ist auch okay. Weil, okay, also was mir auch noch im Nachgang aufgefallen ist, mir haben diese hier sind Gegenstände, die du für ein Rätsel brauchst, aber du brauchst nicht alle von diesen Gegenständen, die du fürs Rätsel brauchst, sondern nur die Hälfte und danach sind die Gegenstände einfach kommentarlos weg. Das hat mich tiefer berührt, als ich gedacht hätte, weil ich habe diese Art von Rätsel sehr lange nicht mehr erlebt. Ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, dass ich das jemals erlebt habe. Also jetzt bewusst in jüngerer Vergangenheit, dass so Rätsel, dass so, solche Rätsel in diesem Kontext so aufgebaut werden. Und das war
sehr, sehr möglich, unmöglich, möglich. Es war sehr merkwürdig, wollte ich eigentlich sagen. Und das hat nachgesetzt. Und deswegen war ich dann beim letzten Rätsel, was wir jetzt gleich auch nochmal machen werden, mit frischer Energie und so. Ich glaube, dass mich das auch aus dem Konzept gebracht hat. Plus, ich wurde unter Druck gesetzt, zeitlich, durchhuckt, indirekt. Was ist denn das überhaupt? Sollen das da rechts sein? Schwimmen da vorbei? Soll das eine Laterne sein? Oh, das ist alles furchtbar. Naja, also ich glaube, das hat mich sehr durcheinander gebracht. Und deswegen machen wir das Rätsel jetzt nochmal, weil ich habe nicht abgespeichert. Und jetzt gucken wir uns das Rätsel nochmal ganz in Ruhe an. Aber es war ja gestern eigentlich schon gelöst. Ich möchte es jetzt nur auch nochmal verstehen, damit wir alle auf derselben Linie sind. Und erst dann geht's ins Loch. So, das ist mein Dings. Mein Dings. Entschuldigung für die Verspätung, Herr Leubner, weil er in einem Funk auch. Das soll entschuldigt sein. Ihr seht, meine Worte sind heute aufgebraucht. Das wird super. Und jetzt kommen wir erstmal ein bisschen runter. Ich weiß, wir sind alle sehr aufgeregt wegen dieser Geschichte. Aber wir müssen alle mal ein bisschen wieder runterkommen. Oh, so. Dann kannst du die Facecam ja gleich durch mein Rätselgift ersetzen. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Eigentlich sollte ich mir das sollte ich mir tatsächlich direkt einbinden, wa? Warte mal, ich zieh's mir mal gerade. Ach so, hab ich ja angeklickt, dass das immer im Vordergrund ist. Ich bin sehr schlau. So, Moment. Ich zieh's mir mal gerade für alle Fälle, falls es mal richtig, richtig hart auf hart kommt. Kann man bei OBS direkt GIFs einbinden? Ist das so eine Sache? So, damit ich mich auch schlau fühle. Ja, kann man. Geil! Twitch ist, ich glaube, die sind auf einem ganz guten Weg nach oben. Gerade auch so mit diesem ganzen, sie verdienen Geld, wenn Leute irgendwas machen. So, ein Bild im Bild, Video speichern unter. Geil. So, direkt rein da. Direkt rein da und dann komm, ich gönne mal direkt. Was ist denn das dann? Ist das ein, ist wahrscheinlich, ich würde ja sagen, eine Medienquelle fast, wa? Oder ist es eine Diashow? Auch nicht, ne? Das ist wahrscheinlich, könnte auch ein Bild sein. Guck mal. Gucken wir mal, was passiert. Geil, erstmal die erste Zeit so verballern. So, hier gibt mir Desktop. Wo haben wir ihn denn? Ne, ist nicht. Ist kein Bild. Schade. Warte mal. Und da, was läuft denn das? Kann man ein GIF einfügen? Oh nein. Als Quelle. Meinst du, es ist eine Videoaufnahme? Wird es ja nicht sein? VLC-Video? Es wird ja eine Medienquelle sein, wa? Medienquelle. Das GIF kannst du wie ein normales Bild einfügen? Haben wir gerade probiert. Ging nicht. Wo ist denn überhaupt hingespeichert? Da ist es doch. Jetzt ist weg. So, Moment. Das mache ich jetzt einfach nur, weil ich, Dopsy hat sich damit Mühe gegeben und ich finde das schön. Mats K-L-U-K. So. Sind deine DMs? Ich gucke in keine DMs. Das ist alles Spam. Gerade das FBI ruft auf Telefonen an und sagt, hallo. Sind Sie Herr Leubner? Und dann sagst du sie, ja, ja, und dann haben sie dich. So, Moment, ich probiere es nochmal. Oh, danke schön. Joey Foxtrot, danke für den Follow. Ich freue mich. Du bist live dabei, wie ich ein Rätsel löse. Wie ich nämlich bei OBS. Nee, es ist also kein... Ach doch, warte mal. Kann ich hier nicht... Bitmap, JPEG... Da, GIF. Jetzt. Immer noch nicht da. Ich hab doch Mats Klug eingegeben. Ach, vielleicht ist es kein Dings da, ne? Die Tinder-DM, ja, die mache ich aber nachher erst im Erwachsenen-Stream an. Moment. DMs. Meinst du DMs hier bei... Meinst du den Laden-DM? Wie soll ich denn da jetzt reingucken, Dopsy? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, was du da schreibst. Ich bin hier gerade im Stream live. Komm, wir machen das... Ah, hier, guck mal. Ah, Benachrichtigung. Twitch? Nee, Twitch ist nicht geschickt. Wie man sich jetzt aktiv möchte ich das nicht nennen. Aktiv möchte ich das nicht, nee. Moment, aber das muss doch einfach... Ach, wieso? Ich habe mir eine MP4 runtergeladen, ich Vollhorst, wa? Ja, das erklärt natürlich, weil er das GIF nicht findet. Sagt es doch. Einmal mit mir kommunizieren ist doch gar kein Problem. Man kann einfach sagen, Mats, du hast dir jetzt da leider gerade eine MP4 runtergeladen. So, Medienquelle rein da. Mats...
Boomer-Moment. Es ist sehr unangenehm, aber es ist auch sehr wahr. Es ist auch sehr wahr. Es ist wirklich wahr. So, Moment. Zack. Guck mal, da bin ich. Da bin ich in Klug. K-L-O-K. So, pass auf. Ihr werdet gleich denken, wie hat er das gemacht, der alte Techniker. Guck mal. Zack. Rein da. So. Jetzt denkt ihr die ganze Zeit, jetzt, das machen wir immer bei Rätsel. Ich meine nur, ich habe dir die Zahlen geschickt, die du mit Keying über deine Facecam setzen kannst. Ach so, das ist ja noch schlauer. Egal, komm, wir bleiben jetzt erstmal so. Erstmal klug sein. Okay, also das Rätselmoment. Wir sind jetzt nochmal klug. Und mit klug wollen wir auch nicht vorsagen. Wir wollen Menschen, die klug sind, wollen wir auch klug wirken lassen. So. Also, wir haben hier diese, was auch immer das sein soll, irgendwas Organisches, ganz toll. Ja, aber da müssen wir wahrscheinlich dann reinfummeln. Und wir haben hier diese drei Räder. Ja, habe ich sofort erkannt. Was mich aber im Nachgang noch irritiert hat, ich war mir nicht ganz sicher, was hier, also wo ist überhaupt der Schalter, was ich auswählen muss, ist oben. Ne? Also die, was gewünscht ist, muss nach oben. Das habe ich schon richtig verstanden. So, und jetzt werden wir nochmal schlau. Also, was lieben Menschen mehr als das Leben? Fürchten sie mehr als den Tod? Oh, Mortal, ich weiß nicht, was Strife in dem Zusammenhang gerade heißt. What poor men have and rich acquire. Also, da habe ich ja gedacht, arme Menschen haben das. Und die Reichen acquire and all the content man desire. Contented man. What Mrs. Spend, immer so was. Da waren wir. Oh, ich muss mit dem Husten gerade mich mal gerade ein bisschen beruhigen, ne? Moment. Ich guck mal in den Chat. Jetzt kriege ich schon wieder Panik bei den Rätseln. Nee, Moment, diesmal bin ich ja relativ. Also eigentlich ist es ziemlich easy, weil hier ist es wirklich nichts. Also da bin ich mir wirklich sehr, sehr sicher. Weil was haben die Armen und was wollen die Reichen? Die Armen haben nichts und die Reichen, also die schon alles haben, wollen ja auch nichts mehr. So, da finde ich schon sehr, sehr nach ein Self and each man carries to his grave. Nichts. Weil man kann nichts mitnehmen in den Tod. Das ist das Nichts. So. Wo hast du mir die denn eigentlich hingeschickt, die Zahlen, Dopsy? Über Twitter? Oder über Discord, ne? Dieses Discord? Sag mir nochmal wo, ich weiß nämlich nicht wo. Discord, geil. Warte mal, dann mache ich das parallel, weil ich bin multitaskingfähig, ihr glaubt es nicht. Das GIF ist noch da, das GIF soll ja auch da bleiben. ICQ. Ich nehme nur noch über MySpace-Sachen an. Das GIF bleibt für immer jetzt drin. Das mache ich jetzt immer, ist immer mein Rätselgif. So, Moment, ich zieh's mir gerade von Dopsy. So. Ach, das King, ja, das muss ich dann per King. Na komm, nee, komm, Kinder, das bricht uns alles noch. Also mir bricht es das Genick. Ich werde jetzt einfach immer, wenn es richtig schlau wird, werde ich das jetzt bringen. Und wenn nicht, dann das. Warte mal, irgendwie. So. Ungefähr. Da werden wir einfach einen fließenden Übergang machen. Das geht schon. So, dann haben wir jetzt hier das. Das war eigentlich auch easy. Man who devised, also der es erschaffen hat oder der es gemacht hat, will es nicht. Der Mann, der es gekauft hat, der benutzt es nicht. Und der es benutzt hat, hat es nicht realisiert, weil er ist nämlich tot. Und wenn man tot ist, und das sind so Sachen, die man gebaut hat, das ist der Sarg. Das ist der Sarg. Das ist easy. Das ist ja wirklich easy. Also da hätten wir überhaupt nicht nachdenken. Das hier war ein bisschen kniffliger. Weil das ist ein Schachrätsel und Schachrätsel sind, da muss man schon richtig auf Zack sein. Da muss man Rätselmeister 93, 94 und 97 wie ich sein. I stand beside the holy man. The monarchs fear my wrath. None may move the way I can ever the crooked path. Und da war ich ja schon, also wenn es um Schach geht, da könnt ihr mich ja fragen. Das Problem ist ja hier, wir sind ja im englischen Bereich, ne? Und da dachte ich, dass die einzige Figur, die sich hier nicht, also die sich wirklich einzigartig bewegen kann, ist ja eigentlich der Springer. Das heißt, eigentlich müsste es ja der Springer sein. Ich bin mir nur relativ sicher, dass ich gestern was anderes genommen habe und es hat trotzdem funktioniert. Oder ich habe es aus Versehen gedreht. Ich bin mir nicht sicher. Aber eigentlich ist es doch der Springer. Wenn wir mal drüber nachdenken. Weil keiner kann sich so bewegen. Also der kann ja zwei nach vorne, einen nach rechts, ne? Ist es? Oder nach links. Also zwei in eine Richtung und dann einen so. Und der ist the holy man. Warte mal, ganz außen sind die Türme. Dann kommen die, nicht die Springer. Die Dingsy, die ich gerade verwechsel. Und dann kommen die und dann kommt das. Ja, das müsste eigentlich sein.
Also fürchtet man nicht die Queen, doch auch. Weil die kann sich ja mehr oder weniger in alle Richtungen, aber der Turm kann ja zum Beispiel auch nach vorne. Und Bauer kann links. Der Läufer, die Läufer meine ich natürlich. Bischof, das war nämlich das Ding. So. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht und wenn das nicht sehr, 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 sehr peinlich gleich wird, dann ist das jetzt Super Brain Power. Oh boy, wenn das jetzt nicht richtig war. Gott sei Dank. Eigentlich schade, dass es MySpace mehr gibt. Gibt es MySpace gar nicht mehr? So, guck mal. Nee, ist kein nicht zu heißer für. Was habe ich? Ich muss mir im Stream nochmal angucken. Habe ich dann gestern auch aus Versehen den Springer ausgewählt? Ich bin sehr irritiert durch mich selbst. Ich gehe jetzt aber nochmal abspeichern, weil das müssen wir beim nächsten Mal. Ich glaube, man kann hier sterben. Man kann hier nicht mehr raus, ne? Alles klar. Okay. Dann springen wir jetzt in ein Loch und ich glaube, es gibt diese Löcher, weil die Macher Silent Hill 2 gespielt haben. Und in Silent Hill 2 gibt es viele Löcher und deswegen haben sie auch hier so ein Loch eingebaut. Bin mir ziemlich sicher. Oh, er klettert hier runter. Da ist James weiter vorne. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Boss müsste es eigentlich noch geben, ne? Und wir haben ja auch gewettet, dass es keine neuen Gegnertypen mehr gibt. Wheeler. What is it? Ist er Wheeler? I found my mother. Ja, ach ja, richtig. Ups. Sorry, Alex. Ihr habt euch entschieden, dass wir die zerreißen. I'm afraid I got more bad news. I found this on one of those order soldiers I roughed up. L's name's on it. So für was? Get out of here. Let's go, partner. Ach so, sie suchen ja L. Ja, ja. Kann ich schon wieder abspeichern. Ist ja wild. So, kann ich ja zumindest mal muten, wenn man fast stirbt. Fast Buddy-Cop-Komödie. Oh. Ich habe übrigens auch überlegt, also ich bin tatsächlich ein bisschen auf Downpour gespannt. Oh, First Try Wette von gestern. Sehr gut, Dopsy. Weil ich habe so ein bisschen. Also das Ding ist, ich mag so diese Idee von einem sehr überzogenen, super surrealen Horrorspiel. Finde ich irgendwie cool. Könnte ich mir gut vorstellen. Das muss nicht Silent Hill sein. Aber irgendwie habe ich da. Ich finde, das Spiel hat so ein paar ganz, ganz nette Ideen und irgendwie ist es. So spielt sich ganz gut weg. Es ist, wie gesagt, überhaupt nichts, was. Was man unter Silent Hill verkaufen muss. Oder darf. Aber irgendwie so ein gewisses. So ein gewissen. Irgendwas hat's. Ich weiß aber noch nicht, was. Das kann aber auch wirklich an diesem sensationellen Kampfsystem liegen, das Spiel hier hat. Sind wir jetzt eigentlich in so einem U-Boot? Downpour fand ich richtig gut. Lucky fand Downpour auch gut. Deswegen, ich bin schon so ein bisschen aufgeregt. Ach ja, wir haben ja noch das. Das darf ich nicht vergessen. Das darf ich nicht vergessen. Achso, Munition geht, ne? Munition geht. Ich nehme mal das Dagger. Mit dem Dagger habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ist das jetzt... Ach, das ist so Nebel, soll das sein. Naja, also, oder? Gespannt, wie du Downpour findest. Ich bin auch wirklich gespannt. Aber ich glaube, ich bin nach dem Spiel... Oha. Also ich glaube, nach Silent Hill 4... God, where the hell are we? I don't know, Wheeler. But we have to keep moving. Das finde ich noch sehr gut in die Silent Hill Serie. Passt, also hat sehr viele schöne Ideen gehabt. Spielmechanisch ein paar Probleme. Ein paar mehr Probleme gehabt. Und das hier ist ja schon was sehr anderes. Habe ich da einen Helikopter?
Und ich finde aber, es hätte alles noch eine größere Katastrophe sein können. Von daher bin ich tatsächlich ein bisschen zuversichtlich, was Downpour angeht. Ich habe letzte Woche wieder Suffering gespielt. Funktioniert heute ganz gut. Hast du über Good Old Games gespielt oder die Xbox-Version? Also ich komme ja fast so ein bisschen was mit Atmosphäre hier gerade auf. Und auch, dass das Level mal nach ein bisschen was Eigenem aussieht, finde ich gerade auch ganz schön. Dass das nicht irgendwie, ja, guck mal, hier sind... Aber es ist Feuer, ne? Also irgendwas mit einem Feuer wird gleich noch kommen. Das wird diese Auflösung. Irgendwas mit Feuer und Hitze und er ist wahrscheinlich längst tot. Ja, also, ach, ich bin... Mal gucken. Aber gerade auch so Sounddesign, also das ist schon okay. Hat mehr so Alien-Ästhetik. Und dass die Gegner auch so kreativ kommen, ist cool. Komm schon. Wheeler macht das. Schon tot? Kann ich überhaupt nicht meine Skills hier raushängen lassen. Schade eigentlich. Wheeler hat doch bestimmt unendlich Munition, ne? PlayStation 2 mit Retro-Ting. Oh, nice. Das beste Kampfsystem. Ja, wenn man dazu kommt, es zu benutzen, dann ja. Das beste Kampfsystem. Das ist wirklich ein Satz, den darf man nicht so oft sagen. Dann nehmen wir die Leute nicht mehr ernst. Da ist man nicht mehr kredibil. Ich meine, das sind schon, oder? Das hat so Schwelbrandästhetik irgendwie und der, also, das ist, also ich muss auch fast sagen, das ist das Subtilste, was dieses Spiel bisher zu bieten hatte. Dieser Nebel. Ha. Schon wieder abspeichern, ja, Gott sei Dank. Oh, hier gibt's noch Munition. Oh, oh. Ja, ich bin gerade überlegen, gegen wen. Also, die einzige Figur, die jetzt irgendwie gerade... Ich glaube, Wheeler wird sterben. Oh Gott, das Drahträtsel. Das habe ich ja schon komplett verdrängt. Das war auch sehr unangenehm, ne? Zum Gucken wahrscheinlich noch schlimmer. Tom hat beim Schieberätsel kurz gestern reingeguckt. Und, ja, er sagte, das war schon eine Herausforderung beim Zugucken. Judge Holloway. Ach so, die gibt's ja auch noch. Yeah. Oh, thank God. How did you find me? We don't have time to talk. I've got to get you out of here. What is that? Hä? Zumindest ist aus der Tasche gefallen? It's Elle's. Elle? Where is she? Is she okay? I don't know. I'll find her though. I promise. She said she took this from you. So I guess you should have it back. This isn't mine. It belonged to Nora. Ja, guter Zeitpunkt, um ganz neue Figuren einzuholen. Turn on the gas. Okay. Hat sie gerade gegrinst? Was für eine Wand. Ist das ein neuer Boss? Neuer... Also. Das Ass war auch gerade mein Gedanke. Ich musste ja gleich an den Film denken, den ich habe den irgendwann mal angefangen zu
gucken und dann habe ich auch ganz schnell wieder ausgemacht, weil das war nicht meins. Ich würde jetzt gerade vermuten, die Spielmechanik ist jetzt hier nicht so schlau. Das wirkt für mich gerade so, als müsste man da drauf bollern. Holy shit. Erstmal zur Seite rollen. Nee, erstmal, wir haben ja. Ah ja, alles gut. Es ist ja Gott sei Dank ist es das beste Kampfsystem, deswegen... Geh mal zur Seite! Wie soll ich denn? Es ist ein sehr gutes Kampfsystem, deswegen macht das alles gar kein Problem hier, weil er auch sehr schnell ausweichen kann. Ist das sein Ernst? Alter, ist das ein gutes Kampfsystem. So, jetzt ist aber Zeit, jetzt mal hier meine schlaue... Alter, ich bin doch in der... Wie soll ich denn ausweichen, wenn du mich nicht ausweichen lässt? Leute, wir müssen doch alle mal ein bisschen zusammenarbeiten hier. Hallo? Hallo? Alter, was ist denn das? Da kann das Kampfsystem noch so gut sein. Wenn sich da keiner dran hält, brauchen wir gar nicht anfangen. Ist das jetzt kaputt oder was? Ey. Böh. Das erinnert mich ja gerade hart an keine Munition mehr haben. Hau einfach drauf. Ja, ich glaube, oder? Ich habe noch ein... ich habe nur gerade Angst, dass sie hier fast so eine Art Strategie wollen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich versuch's mal mit dem Dagger, weil der Dagger hat mich bisher nie im Stich gelassen. Okay. Das hat bisher so mäßig funktioniert. Macht aber nichts. Ey, den... Ey, diese Hitbox ist nicht die allerbeste. It's this kind of time, hä? Och nö. Es ist der Arsch. Ist es der Arsch? Hallo, ich drück doch X. Ach so. Ich dachte, es kommt irgendein... Also ich bin, wir können gerne nochmal drüber diskutieren, was das Boss-Ranking angeht. Dafür gibt es keine 10 Subs. Ich wäre persönlich sauer, wenn jetzt hier jemand für Subs geht. Gibt. That right there is emotional. Oh nein, Dopsy! Lass das! Sag mir die Hälfte, ja, okay, ja. Oh, ich schwitze ein bisschen, weil mir das unangenehm ist, dass ihr das gucken müsstet. Oh, Samnix, dankeschön. Oh Mann. Oh. Ist euch das nicht ein bisschen. Also, ist es euch auch unangenehm, was gerade passiert ist? So ein bisschen? Also ich war so gerade, okay, also mit der Grundidee kann man ja was machen. Aber das war jetzt wieder Spieler... Also ich habe... Oh Mann, ich kann überhaupt nicht viel zu sagen. Das war jetzt nicht der... der Trick ist auf den Arsch. Also... ja, so, genau. Das ist so ein Moment, wenn man irgendeinen Film guckt und dann passiert eine unangenehme Sexszene oder irgendwie sowas und dann... Das war der Moment. Das war einfach der Moment. Was ist denn das? Was ist denn da passiert? War das jetzt eigentlich Wheeler? Oder war das nur das Monster, was Wheeler jetzt geholt hat? Oder was hat das mit Alex zu tun? Irgendeine inhaltliche Connection?
Was er geschafft hat, ist, dass ich jetzt überhaupt gar keine Munition mehr für irgendwas habe. Aber der Arsch war die Schwachstelle, ne? Ja, Gott sei Dank ist das jetzt hier... Oh. Wie hat er den Boss denn jetzt besiegt? Ich glaube, der hat die kleinen Ärmchen, die oben waren, hat er irgendwie... Ich weiß es nicht. Oh. Das ist aber auch dadurch, dass man einmal einen Bossgegner hatte, wo man so dachte, okay... Also, das war tatsächlich von... Ja, jetzt ist gerade die Frage... Na, es gab eigentlich nur drei Bosse, ne? Es gab den, den ersten mit... der von der Decke hing mit den Säcken da, was schon ziemlich lame war. Der war richtig lame. Dann die Puppen, der Puppenboss, wo man zumindest so ein bisschen Taktik irgendwie haben musste, wo man so off-cracken musste. Was auch nicht herausfordernd war. Ich meine, dass das Vieh, was hinten noch so eine Frau dran getackert ist, was die Schwachstelle ist, ist eigentlich kein Boss. Einfach ein normaler Gegnertyp. Und dann gab es den jetzt, ne? Und jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich den ersten beschissener finde oder den hier. Ich meine, hier hat immer ein Draufholzen funktioniert. Oh, ich würde sehr gerne eine Tierlist machen, irgendwann mal mit allen Bossgegnern. Aus allen Zeilen in Hill spielen. Und die ranken. Das finde ich sehr faszinierend. Weil das wird mir nicht einfach fallen, also welcher Boss der kreativste Silent Hill oder der beste. Also Game Design und inhaltlich. Das war gar nicht schwierig. Silent Hill Smash. Hatti, Hallöchen. Und das erinnert mich aber auch alles immer an den Film, ne? Ich schaue nach dem Stream, ob es ein Tierless Maker dafür. Oh. Da hätte ich ja tatsächlich. Also, da sehe ich mich irgendwie. Es wird sehr unangenehm. Weil ich würde dann auch zu jedem Boss nochmal eine kurze Sequenz. Eine kurze Sequenz raussuchen, dass man sich nochmal richtig mit den Bossen beschäftigen kann. Was habe ich gerade gefunden? Kommt jetzt der letzte Boss? Mats wird sich später bestimmt schämen, wenn wir erfahren, was mit dem Boss-Design auf sich hatte. Ich schäme mich jetzt schon, dann brauche ich nicht noch warten. Josh, wait! Nee. Ich würde sagen, hier kommt jetzt so ein... Was für ein Typ kommt hier? So ein Raucher. Hätte ich jetzt gedacht. Aber von wo? Da! Ich sag doch, dass er irgendwann ist. Aber kriegen wir den auf dem ersten? Er beugt sich relativ weit nach unten dann, ne? Daneben. Da noch ein? Wenn man das weiß, sind die nicht mehr so wild. Ich frage aber, dass sie sich so ein bisschen bewegen. So, hier liegt doch bestimmt irgendein Scheiß rum. Ofen. Aber das ist dann... Also, ich habe gerade die Befürchtung, dass das alles nur Design ist und überhaupt gar nichts mit irgendwas zu tun hat, ne? Ich glaube, ich muss einfach mich davon verabschieden, dass das irgendwie... dass da mehr Gedanken hinterstecken. Kann ich hier drüber skaten? Nee. Och Kurti. Möchtest du mir Beistand leisten? Oh. Kurti ist einfach das Beste an Silent Hill. Der Boss atmet durch den Po. Ich mag nicht mehr. Och Kurti. So, warte mal, wo ist er denn jetzt hingelaufen? Ist er jetzt hier weiter? Da bin ich hier aufgepasst. Muss ich hier rein? Nee. Boah, ich bin von hier gekommen und hier durch. Dann müsste er doch eigentlich... Oh, Kurti. Kurti ist das Beste. Das ist eigentlich der richtige Satz. Oh, Rotate. But why?
Check your corners. So, komm. Damn it. Mach auf den Laden. Ich hab doch da voll reingeholzt. Ja, das war schlecht gespielt. Muss aber auch dazu sagen, manchmal schießt er nicht. Und es ist natürlich jetzt weit hergeholt zu behaupten, dass das vielleicht am Spiel liegen könnte, dass er die Inputs manchmal nicht so hundertprozentig erkennt. Aber gefühlt würde ich es gerade auch nicht ganz ausschließen. Ausschießen. Oh, Rifle. Nice, meine Lieblingswaffe. Da ist irgendwie ein Schalldämpfer, glaube ich, drauf. Ah, ich habe echt Angst. So, reicht auch mit der atmosphärischen Umgebung endlich wieder graue Gänge. Ja, kommt bestimmt gleich. Also, das wirkt gerade sehr nach Film, oder? Nach dem ersten. Und was mir gerade auch wieder einfällt, Pyramid Head haben wir jetzt auch lange nicht gesehen. Wird Zeit für ihn, wa? Ja, auch diese ganze Stacheldraht-Ästhetik, das ist alles aus dem ersten Film. Na, ich meine, also ich nehm's. Sonst nicht. Könnte ich drunter durch? Ja, eigentlich müsste Pyramid Head unser Verbündeter sein, wie im zweiten Film. Das war was, ey. Also, ich finde hier gerade viel zu viel Munition. Da mache ich mir, glaube ich, zu Recht Sorgen. Ist das nicht sogar die Kirche von Thailand? Also, es kann sein. Ich bin mir nicht sicher. Also, ich habe die jetzt nicht so 100% im Hinterkopf, wie die aussah, aber die sieht sehr so aus, ne? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, da war so, also im ersten Teil war da, glaube ich, die Balustrade größer, weil sie ja da Sybil behandelt haben. Oh, hier kommt ein Rätsel, wa? What a beautiful design. I wonder what it sounded like when it was playing. Wait, there's something here. It looks like another place where I can use the dagger. Wollen wir schon daggern oder wollen wir erstmal links und rechts gucken? Ich gucke erstmal nach links und rechts, weil wenn ich nicht hier den Friedhof nach Dobsys Hinweis mir angeguckt hätte, dann hätte ich das Dings verpasst. Das Rifle, aber hier kann ich glaube ich sowieso noch nicht durch. These gates are locked, but I don't see any means of opening them. Perhaps they are controlled from somewhere else in the church. Ist hier irgendwas Cooles? Ich weiß nicht, ob da was Cooles liegt. Könnte ein Riddle werden, wa? Hat Akira auch die Mucke gemacht immer noch? Echt, ja? Stimmt, hatte ich aber glaube ich auch schon mal gedacht. Oh, pardon. Ich habe immer noch Husten. Aber Yamaoka, also das muss man wirklich sagen. Der ist konstant immer dabei geblieben. Selber, ne? Höre doch hier. Daggertheim. Oder auch nicht. Okay, hat sich gelohnt, das Erkunden. Dann drücke ich das Ding mal da in die Orgel rein, wa? Wow, okay, ja, dann bin ich sehr glücklich.
Downpour ist das einzige Hauptspielerei, wo Yamaoka die Musik nicht gemacht hat. Okay. Oh Gott! Hast du mich gerade verjagt, ne? In den Arsch! In den Arsch! Aua! Es war ein besserer Bosskampf als der, den wir gerade hatten. Oh, Daniel Licht. Warte mal, Daniel Licht sagt mir irgendwas. Daniel Licht. Hat der nicht auch für Origins die Musik gemacht? Von Dexter? Oder für Shattered Memories? Ne, Shattered Memories nicht. Aber irgendwo hat er doch auch noch Musik gemacht. Nicht nur für Downpour, oder? Kommt mir gerade so vor, als hätte er noch irgendwo anders das gemacht. Ach, hier geht gar nicht auf. Cool, war nur die eine Seite. Dishonored, okay. Aber Silent Hill nur Downpour? Book of Memories, ja, das kann auch noch sein. Daher. That right there. Is emotional damage. Oh Gott, Archie, warum? 5 Abos, Dankeschön. Herzlichen Dank. Das hat dieses Spiel nicht verdient, aber ich freue mich sehr. Ist da irgendwas? Komm doch. Boah! Ein funktionierender Spiegel? Und da liegt sowas im... Joshua taking a picture of himself in our bathroom. Der sieht aber nicht gesund aus. Me. Oh, ich freue mich schon, wenn wir alle zusammen diese Auflösung erleben werden. Irgendwo ist hier ein Gegner, aber der sitzt irgendwo drin. It looks like a baptismal font. Baptismal? Baptismal? I don't know. There's something floating inside, but I can't quite make it out. Ist da jetzt ein Gegner drin, oder was? Ich glaube, wenn wir die aufmachen, kommen die raus, ne? Okay. Wie überrascht müssen wir tun, dass sie alle... Glaubt sie! Nicht spoilern! Guck mal, da kommen sie raus. Komm her! Komm her! Komm her mit dem Decker! Mit dem Decker bin ich unverwundbar! Da verschmelze ich mit! There's something on the top of that torso. Guck mal, es ist schon wieder dieses, ne? Next, I got the callus plate. I wonder who it was. Da sind wir, da werden wir gucken. Also mir wäre es persönlich ein Anliegen, wenn wir alle ein bisschen überrascht tun. Nicht zu sehr. Ey, das ist aber eine gute Spiegelung. Oder? Mehr als ich jetzt erwartet hätte, ehrlich gesagt. Da hätte man coole Sachen mitmachen können, so inhaltlich, aber naja. Oh, da können wir speichern, das ist schon mal gut. Oh, Excerpt of Psalm. Blessed is the man who does not treat the path of the wicked. Or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Also ich finde das jetzt gerade schon ganz okay. Also so vom Core. Irgendwie ist so eine gewisse Atmosphäre ist da. Kann aber auch sein, dass ich es einfach jetzt auch gerade ein bisschen besser finden will, als es vielleicht ist. Also es ist ja kein gutes Level-Design, das ist ja schon richtig. Aber so durch die Atmosphäre ist da. Oh, there appears to be someone inside. Next. Maybe they know what's going on in here. Around here. Oh, wir talken mal ein bisschen. Forgive me, Father, for I have sinned. It has been 4 years since my last confession.
Spricht Alex? Nee. I'm not even sure you can help me. I'm lost. I'm so deep beyond the reach of my faith and I'm sinking further away. Ja, aber was hast du denn gemacht? What could you have done that was so terrible? I took my role as a father and I turned it into a daily chore. Fed him, cleaned him, put him to bed. I treated the dog with more respect. And when I was given a second son, the first might as well have been a stranger sleeping in our house. Ja, ich weiß nicht, ob das was mit ihm zu tun hat, da würde ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen. Und ihr wisst, das tue ich äußerst ungern. I feel that you could start loving your son at any time. I do love my son, Father. I love both my sons. But I had to make a choice. And the only way to live with that was to make sure my son never loved me. I had to make sure that he would never feel joy or compassion. All the things that make life worth living. You must understand. I was only trying to make things easier for him and for me. And for this selfishness, I ask forgiveness. If you truly want forgiveness, then you already have it. Thank you, Father. And now I have something for you, Father. I don't need anything from you. Ein Monster von hinten. What? Forgiveness unlocked. Ja, so spielt er das. Das ist die spezielle Subtilität, für die Silent Hill bekannt ist. Ja. Oh, und das ist auch so ein Ding, dass so dieses, also weil Silent Hill 2 und 1 macht das ja auch relativ viel, dass man so diese Tafeln findet, wo verschiedenste, ja, manchmal sind es religiöse Symbole, aber auch manchmal eben einfach so einfach nur Symbole von Dingen, die einen innerlichen Kontext erzeugen, mit James oder mit Harry. Oder, naja, bei Harry ist es tatsächlich, also im ersten Silent Hill ist das sehr allgemein, hat das wenig mit ihm persönlich zu tun. Also so die einzelnen Dinge, die so passieren. Im zweiten Teil natürlich umso mehr. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie hier genau dasselbe probieren, wo sie so denken, okay. A Brisbane, the image of Carlos, ja, ja. Und, ne? Da bin ich gleich mal ein bisschen gespannt. Oh. Achso, ja, blöd. Begging for forgiveness, ne? Die haben wir jetzt von dem jemanden gefunden, bekommen, der um Vergebung bittet. Und ist noch nicht mal ein Monster rausgekommen. Das ist also ein bisschen merkwürdig. Oh, habe ich jetzt gerade gespeichert? Ja, ne, habe ich. Alles klar. Die kann ich nicht nehmen, ne? Doch. This looks out of place. Okay. Hier komme ich nicht rüber. Keine Map gefunden. Das macht mich auch gerade ein bisschen. Okay, cool. Da habe ich das hier gemacht. Dann kann ich jetzt. Oder muss ich jetzt sowieso wieder runter? Ist aber wieder sehr dunkel alles, ne? Finde ich aber ganz gut, dass jetzt mal keine Musik ist. Also so ein bisschen können sie schon, wenn sie wollen, ne? Wollen, glaube ich, nur nicht so viel. Hat der Dolch eigentlich was mit einer Lanze, die man aus Konstantin-Filmen kennt? Möglich, war. So, warte mal, wenn das jetzt geht. Achso, der Shit, der hat natürlich jetzt Blödsinn gemacht, ne? Ich wollte ihn eigentlich hauen, aber das ging nicht. Ah, zwei sind schon. Axt oder. Nee, komm, Dagger. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das sehr befriedigend. Oh! Das hat er gut gemacht.
Weil es einfach nur Knopfdruck ist. Das hat nichts mit Können zu tun. Deswegen mag ich das. Das ist einfach nur mein Ding. So, warte mal. Achso, soll ich die hier... Nee, hier konnte ich die nicht einsetzen. Ach, jetzt ist hier offen? Finde ich jetzt wieder drei Teile, die ich für nichts benutzen kann? Ach nee, hier... Oh. Hm, ja, weiß ich nicht. It's a statue holding something. I can't make out the expression on its face. The object is blocking my view. It looks... mal gucken. Vielleicht haben wir irgendwas. Na, Mensch. Duck under, Ente unter. Na. Wie auch immer er jetzt da rangekommen ist. Auch eine natürliche Körperhaltung mag ich sehr. Weiß ich zu schätzen. Achso, kann er noch was sagen? The expression of the statue is one of sadness. Ja. Jetzt ist hier aufgegangen, okay. Oh, Spannung. Ja. Ich möchte eigentlich gerade eine Sache nur kurz ausprobieren, bevor wir jetzt dahin gehen, ob ich jetzt nicht die Platten, die ich jetzt da habe, da einsetzen kann, weil ich bin mir nicht sicher, ob da nicht so eine Einsatzstation war. Ja, laut gemacht, habe ich so gut gemeint. Nee, ne? Das sah nur so aus. Okay. Ich dachte, weil hier, das hätte ja sein können. Nicht, dass ich wieder irgendeinen optionalen Scheiß gefunden habe, den ich dann dafür benutzen könnte. Ist es eigentlich, also ich lehne mich jetzt noch weit aus dem Fenster. Endboss wird doch Pyramid Head, oder? Also alles andere wäre super weird. Es ist so auch schon super weird, aber das ist doch dann deren Ding, oder? Dass sie den Fans, die sich das immer gewünscht haben, gegen Pyramid Head zu kämpfen, endlich... Nee? Meinst du nicht? Meinst du, der latscht nur rum? Das fände ich so weird. Together, the three painting of the scene of a man pursuing a mysterious woman. Middle panel sits an ancient dying tree. Reminds me of the one on the Hilton Atom. Ja. Oh, Cut. Wollen wir die cutten? Das richtig Klischee wäre, dass wir gegen Josh uns selbst kämpfen müssen und dann vergeben wir da so einen Müll. This painting shows a learning woman, driving Luxus, she looks familiar. Wir können da, das können wir alles kaputt machen. Okay. Ja, ist auch komisch, aber irgendwie glaube ich, dass sie die Chance hier gekriegt haben, Pyramid Head so bekämpfbar zu machen. Ich glaube, das wird irgendwie. So, hat das hier irgendeine Relevanz für irgendwas? Was wir kaputt schneiden? Ich glaube, da höre ich viel Gegner. Ich schneide den Baum kaputt. Ist völlig egal, wa? Oh! Immer noch sehr laut. Oh! Feuer! Also die Viecher sind auf jeden Fall meine Lieblingsgegner. It's a repainting. That's it? Das habe ich einfach nur verkackt, oder was? Ja gut, aber da habe ich das Gefühl, dass was hinter. Aha! Ein Baum! Tree Plate. Toll. Dann machen wir das jetzt einfach nur kaputt, damit es zu den anderen passt. Das ist einfach... Ah, er hat's aufgemacht. Alles klar. Oh, mach dir eine zweite Ritze. Ein weiteres tolles Rätsel-Check. Also unsere Ansprüche sind insgesamt aber sehr gesunken. Kann das sein?
sind wir alle eher auf dem Boden der Tatsachen angekommen, wa? Ansprüche. Naja, dass man mal so denkt, Mann, das ist doch ein Videospiel. Hier stinkt alles. Wir werden keine Freunde mehr, wa? Die Viecher mit dem Axtkopf stehen für Alex' Bedürfnis, die Fire Axe zu benutzen. Subtil. Ja, Kurti. Kurti ist entspannt. Aber nee, ist da und Kurti ist entspannt. Kurti ist sehr entspannt. Kurti hat aber auch letzte Nacht, also meine Güte, hat mich dreimal geweckt, glaube ich. Und da gekotzt mitten in der Nacht. Das hat Amelie aber alles weggemacht. Weil ich noch bis 1 Uhr nachts Elden Ring gespielt habe. Amelie hat bis 1 Uhr nachts Elden Ring und die ist auch sauer auf Silent Hill, aber aus anderen Gründen, weil sie jetzt kein Elden Ring spielen kann. Und ich würde, ich sag's euch, wie es ist, ich würde eigentlich auch viel lieber hier Dings spielen. Nicht Psychonauts, also ist ja gerade nicht drin. Hier Dings hier, wie hieß es? Dante's Inferno. Da habe ich irgendwie mehr Spaß mit gehabt gerade. Ach, hier ist noch eins. It's a scene of a knight being stabbed. In the back. Aha. Bei einem Executioner. Hä? Wo ist denn das ein Executioner? Das ist einfach nur ein Stabber. Ist aber ein guter Gesichtsausdruck. Ist wirklich ein guter Gesichtsausdruck. What did he do to the surface? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er Scheiße gebaut. The center was something just below it. Den habe ich gerade eingesammelt oder nicht? Ach nee, jetzt habe ich Sword. Okay. Oh, da haben wir nicht mit gerechnet. Hat er uns gerade runtergeschubst. So, holze ich den weg oder mache ich da mal so ein bisschen... Ja, okay. Das wird jetzt... Dadurch, dass es ja wirklich das ein spannendes, gutes Kampfsystem ist... Fuck you, mate! Aua! Aua! Alter, das ist... Er war doch in der Rolle! Hallo! Würde gerne ins Waffenmenü. Spiel! Hallo! Spiel! Ja, das ist wirklich nicht so gut. Es tut mir leid, dass ich dieses Kampfsystem in irgendeiner Art und Weise gut genannt habe. Wie komme ich raus? Oh! Oh Gott, was für ein Schrott! Was für ein Schrott! Was für ein Schrott ist dieses... Oh, Kurti hat's. Das war Kurti jetzt zu laut, es tut mir leid. Sorry, Kurti. Das ist nicht nur gut, das ist das Beste der ganzen Reihe. Oh. Kurti, soll ich ein bisschen näher kommen? Nee. Kurti hängt gerade hart bei Amelie ab, deswegen. Deine Hose ist auch auf. Du hast nicht so viel Kabel, Kamerakind, Amelie. Alter, ich guck mal, was passiert, wenn wir mal so. Da, oh, da war so ein bisschen Kurti. Da hinten ist er. Oh. Er hat sich sehr weit nach hinten gelegt, weil ihm das ja, weil das abstrahlt. Silent Hill strahlt ab. Oh, das war jetzt sehr unangenehm. Ah, da hilft auch das beste Kampfsystem der Welt nichts. Wenn du hier keine Munition hast, bist du einfach am Arsch, oder? Dann kannst du ja nur, also dann hast du einfach verloren. Ei. Ja, war ein guter Kampf. So, hier muss ich jetzt das einsetzen, oder? Sacrifice. Also, was ist denn Vengeance? Was haben wir denn?
Schwert, wa? Sorrow haben wir. Sacrifice. Sacrifice. Was könnte man denn bei Sacrifice einsetzen? Candle? Desire. Passt auch irgendwie nicht so richtig, wa? Jetzt müsste man sich wahrscheinlich merken, wo man was gekriegt hat. Naja, gut. Die Kerze bei dem... Der war... Achso, der war... Nee, warte mal. Die Statue war doch traurig, ne? Die Kerze war doch Trauer. Sorrow, würde ich ja fast sagen, oder? Sacrifice. Kneeling Man ist aber doch nicht Sacrifice. Was war das? Vengeance. Der ist ja eigentlich bestraft worden. Jetzt hätte ich mir merken müssen, wo was war. Der Baum war bei dem Typen. Ne, ich glaube, warte mal, Isaiah, da würde ich ja den Baum reinsetzen, weil das war ja bei dem Typen, der, der Dings danach ja, Adam, naja, Adam und Eva ja auch, ja, aber dieses, das Bild, ja, okay, das stimmt, das war Adam und Eva. Vengeance, boah, wo war denn Vengeance? Ah, eigentlich, was habe ich noch eigentlich an Dingern? Kneeling Man? Kneeling Man, Sacrifice? Ja, die habe ich doch in dem, wo das Becken da war, wa? Vengeance. Oh, Kuti ist sehr gut. Schön, wir können aber zumindest mal kurz... Ne, aber hier vorgeschaltet, ich verstehe. Sind wir fertig? Okay, alles klar, Bams. Nee, nicht aus der anderen, dann sieht man meine Wampe. Denker-Kurti. Ich muss das unbedingt runterziehen fürs nächste Mal, aber so sieht das jetzt aus, ja. Ach komm, ich... Hier habe ich... Haben wir noch? Nee, Kurti haben wir nicht mehr. Hätte ich mir eben runterziehen können, das Ding. Ah, das nächste Mal. So, Moment. Nee, machen wir einfach... Hier haben wir noch einmal kurz... Oh, da war einmal kurz Kurti. So, in der Zwischenzeit... Ich habe doch Bock drauf, das jetzt eben kurz zu machen. Komm. Und dann lösen wir dieses Riddle. Dann lösen wir das Riddle. So. Hab ich mir jetzt gespeichert? Da jetzt. Fertig. Fertig. Ich mach mal kurz hier Hackerman. Ah, Hackerman. Moment, so, zack. Medienquelle. Denker. Endlich mal Quality Content. So, ich weiß, das ist jetzt noch ein bisschen viel. Ich weiß, wir arbeiten dran. Moment, Moment, Moment. Wir haben gleich. Ich muss nur kurz. Galaxie. Oh. Oh. Ist aber ganz schön grün. Da muss ich nochmal ran. Woo. Mathe mit Mats. Oh, das klingt gut. So, wir machen es jetzt mal nur für den Moment. Oh. Nicht zu klein, wa? Das soll schon mittig sein, sonst sieht es ja auch blöd aus, ne? So, guck mal. Huh. Jetzt denkt Kurti erstmal nach. Jetzt ist er dahinter. So, jetzt so hier.
Kluger Koti. Toll. Topsy, da freue ich mich. Jetzt sind wir schlau. Guck mal. Es ist noch nicht perfekt, aber es ist ein Anfang. Danke, Kamerali. So, Freunde, lass uns noch mal diese Rätsel jetzt lösen. Oh, pardon. Das macht schon was her? Na, das freut mich. So. Okay. Also, was wir haben, jetzt noch Vengeance, Sacrifice. Ich weiß gerade nicht, was das heißt. Penitence? Was heißt das? Seid mal schlau mit mir. Ich habe noch nie benutzt, dieses Wort. Was? Ich habe schon die Hälfte meiner Schokolade aufgegessen. Buße! Ja, dann ergibt das doch schon mal Sinn. So. Dann würde ich jetzt ja behaupten... Danke, Blobsy, das hat mir sehr gefallen. K-L-U-K! Buße. Ah, Papi! Oh, Chat. Oh, warte mal, ich bereite schon mal vor, Chat. Oh. Oder nee, hier, Dopsy oder so, bereite doch schon mal vor, weil ich muss mich schon mal drauf konzentrieren hier, dass das gleich super wird. Oh, weia, da müssen wir doch wieder denselben Quatsch machen, oder? Genau denselben Quatsch. Oh, denk dran, was beim letzten Mal passiert ist. Da wollten wir nicht erlösen und es war sehr unangenehm. Also für Mutter. Jetzt sehen wir, ob es uncut ist. Oh, wir sind alle sehr gespannt. Dad. Alex? What are you doing here? I'm here to save Joshua. Joshua. Komm gleich wieder. You need to get out of here. Stop giving me orders, Dad. You have no idea what I'm capable of. Da bin ich da. Ist was passiert? You hate me. It's okay. Subtil. I don't blame you. I don't hate you. I forgot you. A long time ago. I never meant to hurt you, son. I had to make a choice. And now I'm paying for it. We all are. After all I've done, you still wear my old dog tags. That must mean something. Kann Papi doch vergeben. What are you talking about? These are mine. I'm a soldier. Just like you wanted. Alex. Been in the hospital. I know. I was wounded in battle. Schneid dir doch endlich die Fesseln ab. Das ist nicht ihr Ernst. A mental hospital. You've been there ever since the accident. No. That's not true. I'm a soldier. Oh, das ist mir sehr unangenehm. I protect people. We had to take you there. After that night, after I gave your brother this, what is this thing? What did you do? Where's Joshua? Oh nein! Er hat sich seine Combat Skills also nur eingebildet. Sollten wir jetzt was sehen? Ist es jetzt uncut? Hat sich all the trouble gelohnt? Nee, ist einfach weg. Da ist das nicht uncut, würde ich jetzt behaupten, oder? Nach der Cutscene siehst du das. Papa ist auf jeden Fall nicht uncut. Hängt da noch Papa? Nee.
Dann lädt er offensichtlich nicht immer die Uncut-Version runter. Also ich habe ja die Konsole. He was cut indeed. Also falls euch das irritiert, ich habe die deutsche Version, also meine Konsole, die Series X war auf Deutsch gestellt und habe dann die 360-Version reingetan und dann hat er sich das Spiel natürlich runtergeladen und dann war die Abstimmung, ja, ich glaube Abstimmung vorfällig, ja, aber danke. War die Idee, dass wenn ich die Konsole auf Englisch stelle, also irgendwo anders hinstelle, dann einstelle, dann zieht er sich die Uncut-Version, aber hier offensichtlich nicht. Aus Gründen, die ich jetzt noch nicht nachvollziehen kann. Aber ehrlich gesagt, ja, es ist halt super weird, dass er jetzt einfach nicht da ist, aber ob das Spiel jetzt besser gemacht hätte. Was? Hast du die Sprache oder die Region umgestellt? Ich habe beides gemacht. Ich habe die Region umgestellt. Wir sind eigentlich jetzt amerikanisch. Und die Sprache natürlich auch umgestellt. Ich dachte, das hätte es gebracht. Es kann natürlich sein, weil ich das Spiel schon gespielt habe, dass er dann aufgrund des Speicherstands irgendwie das gecheckt hat oder so. Na, mal gucken. Ich recherchiere das mal. Aber da verliert man nicht viel. Nee, ich glaube, dieses Spiel hat auch andere Dinge, die man hat. Mining equipment doesn't look like it's been used for a while. The suit could protect me. Oh nein. aber war das nicht geil, wie Pyramid Head jetzt aufgedauert ist? Voll. Ich habe ihn gefühlt. Ich fühle auch diesen Anzug. Ich würde mich gern von vorne sehen, aber kann ich nicht. Jetzt sind wir protected gegen das hier. Haben wir jetzt auch den Vogel. So ein Sittich. Ein Minensittich. Ein harzer Roller. Das wäre geil. Aber wieso denn Mine? Was soll denn das? Oh! Going down. You like your job, soldier? Waldi, hallöchen. I love what I do. Oh, die Knarre vom Fadi. Fixing things. It's my gift. In so einer Mine rauchen, ne? Now, hardcore. I have direction. Clarity. Ich liege seit 18 Jahren im Koma. It's important to know who you are. Liebe ist, dass sie Travis ein Cameo geben und eine andere Figur anfühle, die genauso aussieht. True. Ich dachte, er hat die Knarre. Warum hat er den Hammer jetzt versteckt? Okay, cool. Carefully. Attack carefully. Oh, wow. Wir haben da diesen Film gesehen. Ach nee, okay, ich dachte, der liegt auf dem Rollbrett. Eine Trage, würde ich sagen. Eine Rolltrage? Eine Barre. Barre. Judge Holloway. Hey, ich war geschockt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das Spiel wirklich so dunkel sein soll. Kann natürlich sein. Ich fand Elle, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin sorry. Ich kann mal gerade eine Sache ausprobieren. Ich bin sorry, auch. Du versuchst so hart, ein Kind zu raisen.
You try so hard, doesn't even matter. You want her to be her own person. Ja, passiert nichts. But you hope she'll always remember what's important. Das hat er gewonnen, ja. Oh boy. What's going on? Family is the most important family. Thing, Alex. I would do anything to protect Jetzt ist besser, wa? Jetzt ist heller. That's why I sacrificed my daughter. Ja, das ist immer der What? RGB Limited Space. Jetzt ist es halt sind die schwarzen Werte sind nicht mehr so dunkel. I had good intentions. Aber es ist heller. Sie sieht irgendwie aus wie ein Sims-Charakter, ich weiß auch nicht. Sims 4. Jetzt hab ich die Story vergessen. So they made a pact to keep us safe. All that was required. Einfach nur grauer. Wollen wir das nicht? Pass mal auf die Story auf, ich mach mal hier im Technik. Once every 50 years, founding families must make an offering. To appease the god. One of our children, her own flesh and blood, Lass mal so ein bisschen heller, wa? Struck down by her own hands. I did what was required. I watched the light fade from Mom's eyes so, mach. As I took her life, knowing her death would protect our family, My god. Protect Shepherd Josh. Glenn. No, Alex. One of us failed. Lacked the strength to fulfill his duty. Your father. Where's Joshua? Don't you see? Because of him, our sacrifices were in vain. The pact with our God was broken. Your father's lack of conviction cursed us all. Only hope was to revive the order which our founders abandoned. The true faith. By kidnapping? By murdering? Murdering? I've given them life through rebirth. And what about Elle? You gonna kill her too? I've tried to make Elle understand. But she's like you, Alex. Kostenloser Tipp vom Profi. Wenn man von seiner wegkommen sollte, mal wegziehen, als auf die andere Seite des Sees. Ja, es. But there aren't. There is only chaos and order. The order. Das war auch ein Spiel, meine Güte, war das ein Spiel. Oh nein! Wie da hinten einfach diese Leuchtdinge sitzen, liegen. Das ist ein bisschen weird. Naja, gut. Show my daughter the price of her disobedience. Oh, machen sie jetzt einen Silent Hill Film-Move? Naja. Subtil auf jeden Fall. Silent Hill now. Auch gut. Oh, ich glaube, ich muss mich auf einen Quicktime vorbereiten. Kann das sein? Hallo, wir haben Saw gesehen. Nee, nicht Saw. Dings hier, wie ist der Film? Hostel, ja, Hostel war es da. Jetzt wieder nicht schlecht. Ich würde sagen, sie bohrt ihm jetzt trotzdem ins Knie und danach spielt es aber keine Rolle mehr. Ja, es ist tatsächlich Cut, ne? Wir können mit geschlossenem Mund schreien. Ich hau die kaputt! Es dreht sich aber auch sehr langsam, muss man auch dazu sagen. Es ist wirklich aber auch Heavy Rain. Wenn Robin hier wäre... Oh nein! Sie hat sich nur sehr erschrocken.
Sie hat sich nur sehr erschrocken. Meine Güte. Okay, an der Stelle würde ich sagen, haben wir ein bisschen verloren. Haben wir ein bisschen Atmosphäre verloren, gerade durch den... den Zensacker. Oh, das ist... Verstehst du? Dann kannst du es doch... Dann machst doch... Dann über... Dann... Oh, lieber schwarzblinde Geräusche und dann... Aber meine... Weil hier sieht man es doch wieder. Kannst du mir Tempo 3 Uncut angucken? Läuft er normal? Ja, gar nichts. Ich schnell, weil ich gut genug gedrückt habe. Auf Time 3 gibt es die Szene auch mit einem Fell. Okay, dann gucken wir uns die auf jeden Fall da nochmal an. Haben die mir die Waffen abgenommen? Sie haben mir alle Waffen abgenommen. Das ist auch nicht so schön. Lärm-Map. Oh, der Bohrer fehlt. Das war tatsächlich sehr dumm. Frag mich noch, wie er an den Stuhl gefesselt war. Ja, ich habe einige Fragen. Ich habe tatsächlich einige Fragen. Ist das Bild müsste jetzt auch ein bisschen heller sein bei euch, ne? Also so, dass es okay ist, weil gerade fand ich es auch sehr dunkel, habe ich nicht viel gesehen. Ach ja. Haben wir noch die Lampe? Oh ja, das ist deutlich heller jetzt, ne? Viel angenehmer. So viele Hackelbeil brauchen wir überhaupt nicht. Das ist da, ja, ich habe das auch gerade gesehen und habe mir aber den Kommentar gespart, weil ich so dachte, ja. Muss ja nicht alles jetzt. Eieieiei. Ja, aber interessant. Ich werde mal versuchen herauszufinden, warum das die zensierte Version ist und wie sich das verhält, wenn man in einer anderen Sprachversion was runterlädt. Soll das jetzt hier eigentlich so ein bisschen diese aus dem zweiten Teil, da wurde das ja im zweiten Film, da wurde das ja so angeteased, dass es diese riesige Anstalt gibt, von der man da nicht so viel gesehen hat. Das hat mich sehr geärgert. Im zweiten Film, da läuft Heather eben in dieses Krankenhaus rein und da hängt einfach richtig dreist die Karte von Silent Hill 2. Wie siehst du was? Ich drücke ausweichen. Aber es ist nicht... Das Timing ist ein bisschen... Man muss da... Okay. Habe eine Taktik entwickelt, die ich euch gerne beim nächsten Mal präsentieren möchte. Entschuldigen Sie. Wer ist das? Kenne ich nicht. Echte Menschen als Gegner. Ja, die gelten jetzt aber nicht als neue Gegnertypen, auch wenn sie ein bisschen anders aussehen. Unser Stahlrohr wieder. Dad gave me this ring moments before he was killed. Ach so, ja, eben gerade. Ich habe gerade überlegt. Das ist Familienwappen, alles klar. Break. Das Glas ist... Oh, fuck my life, habe ich mich gerade erschrocken. Also, meine Strategie ist jetzt... Man könnte sagen, es ist Button-Smashing. Aber es ist ein bisschen subtiler als das. Da habt ihr nicht mit gerechnet, dass ich das so gut mache, ne? Gott sei Dank, meine Waffe. Sektor 3 Key. Da freue ich mich aber aus persönlichen Gründen. Okay. Ein Glück, dass Alex im Militär war. Ich sehe es ähnlich wie du. Ist hier noch was? Gar nichts.
Mein... Ich wollte sagen, es würde sich jetzt ja schon anbieten, so ein bisschen. This paper lists more people are brought here to torture. By the decree of the Ordinal, following have been chosen to serve the will of the Divine Lord. James L., Tony E., kenne ich alle nicht. Ryan L., Anna L., ich kenne sie, keine Ahnung, wer ihr seid. Jeffrey, Georgia. Do not make any mistakes, remember the penalty for following the word. Arbison and Kingdom is near. Okay. Also, ich dachte nur, gerade theoretisch hätte man ja hier jetzt eine Chance, wenn man schon jetzt etabliert, er ist verrückt. Also so, dann könnte man jetzt ja wilden Kram machen. Haben sich aber dagegen entschieden. Moment, bedeutet das dann, dass Alex beim Kämpfen wirklich, das Kämpfen wirklich von diesen Teufeln gelernt hat? Ja, sicher, ich ja auch. Ich habe das auch von den Flyern gelernt. Und ich kann es sehr gut, wie ihr gerade gesehen habt. Für euch sieht es aus, als würde ich immer nur A drücken. Aber in Wahrheit ist da viel Flyer-Wissen drin. Kann man irgendwie noch was zu sagen? Nee. Ja, hast du. Okay. Zwei? I don't know about this. Ich weiß nicht, ob ich mal in meiner Taktik hier weiterkommen werde. Ganz blind. Jetzt hab ich doch hingeguckt. Unsere hochmodern ausgestatteten Soldaten mit Stahlrohren und Helmen, wo sie nicht so viel durchsehen können. Ich habe die Schatten habe ich gesehen, die habe ich wertgeschätzt, aber mehr für mich alleine. Ich fasse gerne jede Tür an. Ich schaue einfach nicht mehr hin. Warte mal, da war doch noch ein anderer Gang, wo ich hätte rein können. Oder? Warte mal. Bei Sektor 3 kann ich doch auch noch rein. Moment, das ist bestimmt ein Secret. Ihr hättet mich jetzt ohne das Secret weiterlaufen lassen, ne? Hier. Da kann ich doch drunter. So, Moment. Lucky hat was vor. Moment, also, die Eltern von Alex wurden ja vom Orden gekidnappt. Und dann nach Silent Hill gebracht. Wieso war jetzt die Judge hier? Na, die wird ja, die ist drin. Und befehligt die Leute dort. Ich dachte, die sind von Silent Hill und dem Orden geflohen. Wieso haben die, wenn sie nur einmal alle x Jahre ihre Kinder opfern müssen, diesen Hostel Dungeon? Wir sind doch jetzt in Silent Hill. Wir sind doch jetzt in Silent Hill und ich glaube, der Judge, die Judge Dings, ich will gerade mal gucken, wie alt die ist. Das finde ich gerade wichtig, weil es 53. Hier wird man fies in andere Richtungen gelenkt, weil Els Mutter ist eine der wenigen Personen, deren die Stadt und ihre Einwohner noch am Herzen liegen und ihre ruhige Entschlossenheit bietet denen Trost, die noch an Shepherd's Glen sind. Die haben die Organisation wieder gegründet, weil das Opfern fehlgeschlagen ist. Ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz aufgepasst, weil ich das Spiel ein bisschen heller gemacht habe, deswegen muss ich euch da jetzt vertrauen. Ich bin für alles offen gerade, inhaltlich. Eben hat sie ja gesagt, dass sie zum alten Glauben zurückgekehrt sind. Wisst ihr, was das ist? Schlau. Da können wir nachher nochmal zusammen drüber nachdenken. Es wird ja sicherlich gleich noch eine... So, warte mal. Open with the right key. Habe ich doch jetzt, ne? So, Sektor 3. Gibt es doch jetzt gleich... was zu finden. Erstmal gibt's, glaube ich, da. It's Shepard! Jetzt Shepard's! Hier, Zaubertrick. Über Kopf.
bin weltweit der Einzige, der das kann. Silent Scan. Silent, und ich könnte es auch mit Ohren zuspielen. Ah, das beste Kampfsystem. Soll das irgendeine Referenz zu irgendwas sein? Hängt die Musik auch gerade? Ich stelle sehr viele Fragen. Jetzt Shepard? Wo denn? Wo seid ihr denn? Ich habe viele Fragen gerade. I have a key. Warte mal. Habe ich schon verbraucht. Ist leider weg, der Key. Ah, ärgerlich. Das heißt, ich brauche jetzt hier noch die anderen Schlüssel. Hier kann ich gerade nichts machen. Was? Only with this weapon? Ach so. In diesem Sinne? Da habe ich mich ja selber gerade. Habe ich nicht eine Waffe aufgehoben? Ach, da ist sie. Alles klar, ist gut. Silent Skill. Ich wollte irgendwie anders drücken. Und am Ball durch. Und ohne hingucken. Bin der beste Silent-Spieler. Aua. Nee, jetzt muss ich durchziehen. Und dann über Bein. Komm. Stirb. Boah, ich bin so gut. Das beste Kampfsystem. Ich sag mal so, ein Kampfsystem, es gibt auch Leute, die in Elden Ring Endbosse mit drei Buttons legen. Mit einem Guitar Heroes Controller. Ja? Und man kann Silent Hill Homecoming auch ganz easy, wenn man das gemeistert hat, offensichtlich. Ich beende auch den Satz, da habe ich keine Lust drauf. Da bin ich ja doch richtig. Hier? Hallo? Entschuldigen Sie. Ich würde gerne... Es erscheint mir unnötig aufwendig. Ist aber schon beeindruckend, wie dieses Spiel die Handlung von Silent Hill 2 Ästhetik. Die Ästhetik und unnötig viele Charaktere des Films und dann auch noch amerikanische Action-Film-Troops zusammenschmeißt. Ja. Hier ist einiges. Was habt ihr mit dem Ton gemacht? Kann ich hier batschen? I don't know. Wie kommen wir denn da rein? Die wartet bestimmt. Ist sie jetzt tot? Ja, komme ich auch nicht weiter. Rotate, da komme ich wieder raus. Also ich würde schon da gerne rein, aber ich weiß nicht wie. Climb up. Hä? Einfach mal komplett neu.
Man soll sich, glaube ich, beeilen. Man soll sich, glaube ich, beeilen. Damit, weil ihr die... Naja, Gott sei Dank habe ich das Stahlrohr gefunden. Hätte ich mich beeilen müssen? Shit. Hätte ich wirklich beeilen müssen. Ich bin gleich wieder da. Gute Game. Tja. Na, Kutti? Viel drin war. Also in diesem Sinne, willkommen im Wochenende. Da wurde mir übrigens geschenkt. Japanischer Whisky ist jetzt aber alle. Also leider auch schon ein bisschen sehr viel geatmet. Na gut, ich lasse mich mal überraschen, was der Selfpoint war. Ich habe aber ein gutes Gefühl. Okay, immerhin. Immerhin, das ist fair. Euer Kurti. Ja, habt ihr ein bisschen Kurti. Ich fasch. Also. Ne, Kurti? Ja, du weißt auch nicht. Curtis hieß er. Kurti oder Leo retten? Ach, Kurti. Magst du ja den Rauchring oder den milden Whisky? Ich mag beides. Kann ich das wegdrücken? Kann ich wegdrücken, sehr gut. Also ich bin tatsächlich, was Whisky angeht, ich mag alles, hängt immer so ein bisschen von der Situation der Stimmung. Ich mag den auch sehr gerne rauchigen. Da kann er auch richtig heftig sein, da kann er richtig reinballern. Aber auch mal so, wenn man sagt, so jetzt eher mehr so ein bisschen entspannter. Da bin ich dann auch bei milden Whiskys zu haben. Also so die... Ich habe so ein, zwei ziemlich heftige, die sind... Uff. Ey, habt ihr diesen Film Texas Chainsaw Massacre gesehen? Zählt das als Boss? Wieso wird es immer heller? Ich habe nichts gemacht. Ich glaube, das ist das Spiel jetzt gewesen. Ist jetzt die Frage, war das jetzt ein Boss oder war es ein normaler Gegner? Also. Aber der ist relativ sanft. Für diesen Boss musst du mir Subs zurückzahlen. Tut mir alles auch ein bisschen leid.
Warte mal, kann ich da nochmal rein? Haha! Eieieiei. Ja, jetzt, also muss man auch dazu sagen, ich habe das jetzt wirklich sehr gut outplayed. Da hat er nicht mit gerechnet. Ist hier was? Nee. Ich habe sehr smart gespielt. Ich hätte eigentlich mir nebenbei noch mein Smart-Dings da machen sollen. Wurde jetzt eigentlich auch, wurde sie angesägt? Oh! It looks like a doctrine describing their faith. It reads, every child born of the flesh bears the filth of the flesh that created it. Jedes Kind, das geboren... Born of the flesh? Okay. The lives of the unpure are steeped in filth and their deeds and words spread filth through the world. Das ist sehr kreativ auf jeden Fall. Even death is not enough to cleanse generations of this filth from the flesh. The only way to ensure these poor souls can live pure lives is to cleanse the flesh from their bodies. Ach, das Ding ist es! Na, holla, ihr wollt fair, oh, ja, Schlumpen, ey. Ja. Hab ich hier noch so ein Dings gefunden zum Heilen? Nee. Ja, Mensch. Beine sind dran. Oh, Burning, gute Idee. Burning. Also, ich... Pf. Naja, wir schauen mal, was noch passiert, nicht wahr? Also erstmal passiert sehr langsam irgendwas. Könnte es jetzt... Genau. Gott sei Dank ist sie auch sehr stark. Dauert aber trotzdem ein bisschen. Dankeschön. Let's go! Let's go! Leroy Jenkins! Let's go. Was? Achso. Hä? Schießt hier einer? Schießt einer, ne? Wirklich einer. Schaden fresse ich, aber für meine Taktik mache ich alles. Was ist das denn? Ey! Ob du scheiße bist, habe ich gefragt. Hallo! Ey, wenn du mich noch einmal mit deinem Scheißgewehr ins Gesicht haust, dann brich ich um. Ob du doof bist... Ey! Ob er... Also, was soll das denn? Hat der einfach meine Taktik umgangen, indem er... Oh, ein Boss. Deswegen ist ein Gewehr stärker als ein Messer. Ihr habt beide recht. First Try aber in jedem Fall. Oh, das ist mir alles sehr unangenehm hier. Muss ich jetzt bestimmt vergessen, dass ich mit ihr da hoch muss, damit sie mich da... Ah ja, klar, sie kann mich da reinlassen dann jetzt, ja. Kein Boss? Nee. This is Shepard and this is my favorite... Dungeon in Silent Hill. My favorite Kampfsystem in the whole Silent Hill Series. Wo ist sie denn jetzt? Eileen! Komm, du musst an diesem Hebel drehen. Also ich muss. Und dann gehst du durch und machst das selber auf der anderen Seite. Das dauert aber ein bisschen. Brauchst du nicht beeilen. Ich glaube, mein größtes Problem ist, dass es alles wirklich fürchterlich egal ist.
Das ist, glaube ich, mein größter Schmerz. Schwebt sie gerade? Holt! Sie lässt vor allen Dingen los, während ich gerade drunter bin. Ich guck erstmal hier. Hier ist nichts. Dann gehen wir mal hier rein, wa? Sieht so aus, als würde es da reingehen. Na. Ist da Papi? Ein Gewehr. Police Marksman Rifle. Wie viel Munition habe ich dafür? 5 Schuss. Wird langsam. Komm, ich gönne. Ist auch geil, dass man so viele Waffen findet. Oh ja, hier gibt's noch mehr. Bylaws, oh geil. First commitment. All members of the order must have fully committed themselves to this purpose in their beliefs, their activities and their lives. Das ist schon mal eine kreative Regel. Second membership. Membership within the order is extended to all that seek the old ways. A. Levels of membership. A. Small A. Motorcycle. Mother. Okay. Es ist nicht Motorcycle. Weil ich kenne ja gar nicht Motorcycle Membership. Mothercycle. The mother is considered the founding group of the order. The name of the founding group is the mother. B. Daughtercycle. Any second generation group have of the mother. C. Servant cycle. Any third generation group. Stemming from him. Oh, schade, ich hätte mich sehr darüber gefreut, wenn es ein Motorcycle gewesen wäre. The High Council, Entschuldigung. The High Council is set in place as a tool for all within the order to make use of. The purpose of the High Council shall to be aided. Oh, das ist also wirklich so aus dem Wikipedia von irgendeinem Sektenscheiß gezogen, oder? A group of formation is needed to act as a judge needs to settle disputes. Procedures, all decisions made by the High Council is binding. Presenting our case before the Council. Corti! Der Energiekonzern Corti! Game Lab Jack, dankeschön. Ich freue mich. Ich hoffe, du schreibst mit, weil das wird näher noch abgefragt. The High Council shall be called an inclusive order dispute. Das ist einfach der Standard Order Krams, ne? The nature of disciplinary action shall be decided, dissolved in the High Council. The action shall contain an assuring that as a banished group, if an individual member wishes to leave the order, they are required to bring the request to the High Council. Okay, ja, es ist also sehr kreativ. Oh, hier. Shotgun. Habe ich die Shotgun eigentlich? Ja, noch gar nicht. Erinnerst du dich, als das alles in Teil 1 vorkam, als Harry am Ende den Mother getroffen hat? Schon. Ja, das ist also... Jetzt weiß ich auch, warum hier so viele Messer rumhingen. Ja, ach so, der lebt noch. Wir hören ihn aber nicht. Das ist zensiert. Give him a medkit. Give him a medkit? Ja, oder? Ich habe ja genug. Komm, wir geben ihm eins. Haben die hier die Messer jetzt rauszensiert? Ja, bin gerettet. Alles klar, Wheeler, den Rest schaffst du alleine, oder? Ist er jetzt tot oder was? You need to get him out of here. What about you? I can't. Alex und Wheeler ist lange batagiert. Platz davon draußen. Be careful. I can't lose you too. Ja, weil wir so eine diebe Geschichte haben jetzt. Alles klar, take care.
Habe ich jetzt die Shotgun verpasst? Ich kann doch bestimmt nochmal zurück. Trägt sie ihn jetzt? Oh, Leichensäcke. Fuck. War bestimmt da unten in der... Ach nee, ich habe hier gar nicht viel verpasst, wa? Nice. Okay, das finde ich gut. Habe das Gefühl, dass der Prüfer an dem Tag einen sehr schlechten Tag hatte. Wahnsinnig viel rausgeschnitten wurde. Ja, vor allem auch so, also so Blödsinn. Das ist ja nicht so, dass das Spiel irgendwie ab 12 wäre, weil das hat keine Jugendfreigabe. Also das ist ja nicht so, also das ist sowieso sehr wild. Naja. Sind die Säcke aus der Mall, sind aus Teil 2. In Teil 2 die Mall? Du meinst den Film? Ja, das kann sein. Ich wollte gerade sagen, weil im zweiten Teil, also Silent Hill 2, gibt es doch keine Mall. Oh, die Rohre hier. Kann aber sein, dass sie gesagt haben, das war meine Lieblingsszene aus Teil 2. Ja, gehe ich aber nicht rein, weil ich gehe erstmal komisch hier reingehen kann. Kann ich nicht. Okay, alles klar. Ja. So, hier können wir speichern. Ich bin mir nicht sicher, aber könnte sein, dass gleich ein Boss kommt. Ist aber nur so ein Gefühl. Und noch dürfen wir alle spekulieren, ob möglicherweise Pyramid Head irgendwas damit zu tun hat. Ich speichere erstmal ab, bevor ich erkunde, ne? Sonst latsche ich jetzt gleich irgendwie in die Szene rein. Ich habe das Gefühl, wir nähern uns aber hier dem Ende, wa? Ich glaube nicht, dass wir noch ein anderes Level sehen. Das ist ja schon jetzt sehr tief drin. Bin ich sehr gespannt. So, kann ich hier noch rein? Nein. Und ich bin sehr gespannt, ob ich Pyramid Head auch mit dem Messer schaffe. Wäre jetzt mein persönlicher Anspruch. Ich habe auf jeden Fall sehr gut geübt. Aber vorher werden wir noch ein Rätsel aus der Hölle erleben, im wahrsten Sinne. Dr. Finch! Prescription Pad vom Dr. Finch. He must have stood here during the last ritual. Oh, hier können wir schon was reinstecken. It's a tablet etched on the wall. It appears to be written in a strange symbolic language. Cool. Okay. Das ist aber auch dann... Wo war das was? Das war im ersten Teil, ne? Wo das Blut und so dann da... 13 Ghosts. Pyramid hat uns doch bisher nur geholfen, oder? Er hat einen Papi umgebracht. Ist das helfen? Und er ist einmal an uns vorbeigegangen. Ja, du hast recht. So richtig angegriffen hat er uns, glaube ich, noch nicht. Strange language, Hebräisch? Kann ich so viel erkennen. The German version of the game was also postponed in 2009. For cuts to be made to pass the German censors. After the uncensored version was rejected by the Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle. Ah, okay, ja, da ging es um Geld. So, jetzt wird's dumm. Wieso haben sie einen Ritualraum in Silent Hill, sich in Shepherd's Glen vor Silent Hill versteckt haben? Warum nicht einfach Shepherd's Glen, wenn immer... Ich bin so bei der Story ein bisschen ausgestiegen. Das tut mir auch ein bisschen leid. Aber wir fassen das am Ende nochmal alles zusammen. 2008 kam Dead Space raus und das war echt... Ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass Gewalt gegen Monster und Gewalt gegen Menschen immer noch ein Unterschied ist. Also, so. Da ist so Berge. Unlock. Wir unlocken erstmal. Oh, was daneben. Ah, jetzt können wir es nämlich lesen. Wir haben nämlich den Übersetzer angeschaltet.
We the Family Bartlett. Sind wir das nicht, Bartlett? Ne, wir heißen Shepard. Bartlett in, wer war denn Bartlett? In order to ensure our continued protection and prosperity, do enter into this holy contract with our God, accept our duties as executor of law and willingly consign our child to the earth of God's name. Okay, die haben Kinder geopfert. Ist natürlich nicht so cool. Sage ich euch, wie es ist. Kinder opfern, in der Regel nicht cool. 2008, wann kam Homecoming? 2009, ja, naja, gut. So, ich nehme mal an, ich habe auch ein Kind geopfert, ne? We the family shepherd, in order to ensure our continued protection and prosperity, do enter into this holy contract with our God, accept our duties as master of arms and willingly consign our child to the water in God's name. Aha! Haben die Joshua geopfert, Schlawiner? Opferraum bauen ist auch gar nicht so einfach, glaube ich. Vor allem, dass man das alles nur mit diesem Dolch entziffern kann, ist interessant. So, dann hat die Familie Fitch in order to ensure consistent protection of the holy contract of God, accept the duties of performer of ritual of rites and willingly consign our child to the knife in God's name. Wie viel sind es hier? Eins, da ist noch einer. Vier. Vier Familien. Ist das Windsymbol oder was? Was mit dem Ventilator? Also ich bin davon überzeugt, dass sie irgendwann den Track ihre eigene Story verloren haben. Ich glaube, auf dem Papier liest sich das alles gar nicht so schlimm, oder? Also ich bin ein Standardkram. Ich glaube, wenn man sich die Filme als Vorbild nimmt, hast du einen relativ smoothen Übergang in dein eigenes Projekt. Holloway, as keeper of lore and willingly consign our child to the news. In God's name. To the news? In God's name. Mein Problem ist immer bei solchen Spielen, die dann diesen ganzen Pseudo-Scheiß haben. Dafür habe ich einfach zu wenig Englisch. Also viele Worte, die habe ich noch nie benutzt. So, hier erstmal. Oh, alles klar. Turn inner ring. Okay, jetzt gibt es hier einen Hinweis. Wir haben vier Familien. Guck mal da. Der Käfer ist das Bullshit-Symbol aus dem ersten Teil. Das gibt es nicht, dieser Käfer. Das ist aus dem ersten Silent Hill Teil Dingsterbumster Symbol. Okay, das bewegt sich. Wollen die jetzt... Warte mal, ich kann den Inneren ja auch bewegen, ne? Okay, ich glaube, wichtig sind dann diese... Noose heißt quasi Schlaufe von Geigen. Ah, hieß nicht. Aber der Knoten selber ist Slipknot, ne? Weil das habe ich von Slipknot gelernt. So, Moment, wir gucken mal. Die zeigen hier auf das. This is the boy. Dann müssen wir eigentlich nur den Boy zum Boy drehen, oder? Nehmen wir an, dass das Rätsel. Ich versuche das nicht zu overthinken. Ach nee, siehst du, Noose heißt quasi Schlaufe vom Geigen. Das ist dann, glaube ich, die Schlaufe vom Geigen ist der Slipknot. Und dann ist der... Der Galgen ist dann der Noose, ja? Ah ja, okay. Also sie haben alle was gelernt. So. Passt das denn jetzt? Nee, hier muss ja eigentlich Wasser. Das ist jetzt sehr verwirrend wieder. Oder muss das so, weil da gibt es ja auch noch das Männchen. Was wollen sie von mir? Warte mal. Das ist damit verbunden. Das geht hier rein. Das geht da auch rein. Und das ist Fitch, das hat er ja gesagt. So, wenn das von Fitch ist, dann müssen wir eigentlich die Familie Fitch war. Das ist Shepard. Das ist Fitch. Das Auge ist Fitch. Warte mal, wenn das Fitch ist und
Ich weiß, ich verstehe gar nicht so, was sie wollen. Wollen sie jetzt das Männchen und das Auge, wollen sie das verbunden haben? Weil dann wäre ja... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieses Buch, wenn das zu Fitch gehört... Das ergibt aber alles keinen so richtigen Sinn gerade, ne? Corti! Corti! Bis Pixel! Konzert, Corti! Fünfter Monat, dankeschön! So, da passiert nichts, ne? Das soll auch passieren. Aber das ist auch dann hier eigentlich falsch. Wenn das jetzt. Aber es zeigt auch nicht so richtig in die Richtung. Okay, it's big brain time, ha? Huh? Big Brain Time. Also. Wir müssen erstmal rausfinden, was das Spiel will. Also hier geht das Berge und dieses komische Ding, das geht hier runter. Ist die Frage, ob das hier direkt eine Bedeutung hat. Weil das Ding ist ja auch, es sind ja vier Familien, aber nur drei von diesen Symbolen. Das heißt, eigentlich kann das nicht so richtig Sinn ergeben. Aber hier sind alle vier Familien, sind da, glaube ich, abgebildet, ne? Dieser Wind ist da, das Männchen ist da. Aber das sind auch nicht die Familiensymbole. Die Familiensymbole sind die hier drüber. Weil hier haben wir ja auch... Wo ist denn Shepard? Hier ist Shepard. So. Aber es muss ja hiermit zu tun haben. Ich hätte es gedacht, dass das irgendwie dann Fitch ist, aber da ist noch ein Männchen. Da ist ja noch ein Männchen. Probier ich mal das andere Männchen aus. Also wäre jetzt auch, glaube ich... So, jetzt haben wir hier, ich glaube, man muss einfach nur das, weil wir haben noch ein Auge. Mein Verdacht wäre, dass jetzt hier die Berge. Wo waren die Berge? Die Berge und dieses Dreiecksding da. Weil das würde nicht passen. Da ist das Dreiecksding. Wir probieren es mal so. Das heißt, ich will jetzt das andere Auge. Ja, passt aber, glaube ich, nicht, weil die liegen jemand an. Obwohl, doch, könnte passen. Ich finde sehr schön, dass Lucky und Dobby sich über die Story von Silent Hill Homecoming streiten. Finde ich super. So, warte mal. Guck mal, das würde fast passen. Ich glaube, das passt. Passt es? Ich glaube, das ist es, oder? Dobsy, das bereichert mich. Das bereichert mich. Diese Denkergeschichte bereichert mich. Kommt jetzt Boss? Ne, die Tür geht nur auf. Licht ist ausgegangen. Wow, die haben richtig, richtig Action. Das ist mal ein Kult, der sich auch Gedanken um Inszenierung macht. Nicht immer nur Fackeln und Kutten, sondern mal so richtig... Guck mal. Mit Licht geht an und Licht geht aus. Das ist nicht immer nur so... So Billo-Shit, verstehst du? Ich gehe aber nochmal abspeichern. Kann ich nochmal abspeichern? Bestimmt, ne? Ja. Das habe ich sehr gut gemacht. Man fühlt sich so schlauer. Einfach ist nur zwei Symbole dominieren, das alles. Und das erneut ist genau dieselbe Logik wieder übrigens. Genau dieselbe Logik wieder. Einfach, wir schmeißen mehr Bullshit, als den man braucht, um das Rätsel zu lösen. Schmeißen wir einfach hin. Das ist das Rätsel. Und man muss einfach nur den Bullshit rausfiltern. Das ist alles. Das ist das Rätsel. Das ist das Rätseldesign. Oft. So. Jetzt sind wir gespannt. Investigate. Noch ein Riddle. Noch ein Riddle. Ist es dasselbe Riddle? Oh, ich liebe es.
überfordert wieder. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich nicht weiß, dass ich nicht aussehe, als würde ich mich konzentrieren. Ja, aber das ist doch jetzt easy. Ich verstehe gar nicht, was sie wollen. Warum ist das easy? Das finde ich interessant, weil oben ist das Ding. Ich weiß gar nicht, welche Kombination wollen sie denn jetzt? Ach Moment, es hat doch einer hat doch gefehlt, oder? Windmännchen-Typ, wer hat gefehlt? Wasser und Dreizack. Wasser und Dreizack. Ja, das hat bestimmt mit den... Guck mal, Wasser, wo ist Wasser? Ja, okay. Ja, unsere Familie jetzt. Ja, okay. Trotzdem Big Time. Big Brain Time. Habt ihr recht. So. Einmal tätig an der Tür rütteln. Okay, das ist gut. Einmal kräftig an der Tür rütteln, dann geht sie auf. Huch, ich hab Cody eingeschaltet. Cody auch Big Brain. Also Cody's Hintern Big Brain. Das ist auch schön. Okay, cool. So, ich muss mir noch einen Shortcut für meinen Big Cody legen. Cody, Dankeschön für dein Thinking. So. Wir können, die letzten Wetten werden angenommen. Welcher Boss kommt? Ich sage wirklich, es ist Pyramid Head. Die lassen sich das nicht nehmen. Noch ein Riddle? This is sacrifice altar for the Fitch Familie. This must be the order where Dr. Fitch put Scarlet after he dismembered. Okay, jetzt geht's hier einfach um welche Kinder wurden schon so geopfert, ne? The four names on this plaque. Plaque auch, ja. Okay. Der raucht schon. Oh, der steigt doch gleich aus der Hölle. Ich sehe es kommen. Ich freue mich so, den Chat nachzulesen, die inhaltliche Diskussion. Shepard. Four names. Daniel Shepard, Thomas, Rebecca, Alex. Oh, da habe ich die anderen nicht durchgelesen. Das eigene Name drauf. Thomas, Rebecca, Alex? What? Ich glaube, finaler Boss jetzt gleich, aber nee. Überrascht tut Chat, bitte. What's the matter? Get dressed. Aber sehr langsam gepaddelt. Give that to me. Someone will see us. No! It's okay. I'm not gonna let anything happen to you. Or does he? Why are we here, Alex? What's going on? Räumliche Mischung. What's the matter? You scared? Oh no, I'm cool. It's just... Man hört den Raum, wo das aufgenommen wurde, sehr krass. Hört es leichter rauschen? Not you anyway. Ein Lüfter oder so gewesen, vielleicht ein Rechner. Dad thinks you're a little baby who can't do anything on his own. Oh yeah? Why'd he give me this? What is that? That's Dad's ring. But he told me not to show you, so I guess that makes me cooler. Let me see it. No! What a piece of crap. It's worth more than $1 million. That's why Dad gave it to me. Give that back! Give that back! Come on! Josh, oh my God! Josh! Josh! Supposed to be. I chose you. Now
that, you've ruined it for all of us. He's okay, he said. Right? He's like... No. Wenn er jetzt gleich fadet in den Rollstuhl. No. I can save him. He's okay. Gott sei Dank. Ja, dann wirkt es gerade nach Josh als Endboss, wa? Damit wir endlich mal abschließen können. Pyramid Josh. Das wird der fucking Pyramid Head. Wäre Josh ein Vorschubwesen gewesen, wäre das überhaupt passiert. Naja, weiß ich nicht. Er ist schon ziemlich hart aufgeschlagen. Jetzt haben wir den Reveal aus Silent Hill 2 auch mal schlecht gesehen. Oh ne, es ist nicht Pyramid Head, es ist einfach nur something. It's fucking Josh. Und wenn der die Schwachstelle nicht der Bauch ist, weiß ich auch nicht. Oh, okay. Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool, da können wir uns drauf einigen. Gott, ist der winzig. Kann ich ihn mit dem Messer besiegen? Oh, ah ja, er hat Reichweite. Soweit, das wissen wir. Okay, ich liebe diesen Bosskampf jetzt schon. Weil es das beste Kampfsystem ist. Okay. Cool, dass wir das Police Rifle dabei hatten. Okay. Gut, dass wir die Knarre dabei hatten. Da hat er mich überrascht. Okay, da hat er mich auch überrascht. Okay, da muss man ein bisschen aufpassen, aber wir haben nicht mehr so viel Health Kits. Das Ausweichen ist richtig gut. Alter, macht mich das sauer. Ich wollte gerade sagen, das war's doch jetzt nicht. Komm runter! Habt ihr Spaß?
That right there is emotional damage. Danke, Dopsy, aber ich fühle mich persönlich angegriffen. Sorry, Josh. What a twist. Never meant for this to happen. Da muss ich schon ein bisschen weinen. Wieso immer der Po? Naja, warum nicht? Also. Oh. Also ich erwarte schon jetzt irgendwie noch einen Bosskampf. Also, oder? Ach gut, die großen Game klein bitte. Danke, danke, Dorfsee. Ich würde dich auch darum bitten. Weil... Aber danke schön, ich weiß es trotzdem zu schätzen. Aber es war ein First Try, da können wir uns schon auf einige, ja. Oh, 206. Versteht ihr? Wait, what are you doing? Was this a dream? Is Joshua okay? It's not working. I didn't go anywhere. Wie sehen die beide gleich aus? And you won't be going anywhere until you can start to accept reality and responsibility. No. Please don't. Besonders viel Sinn ergibt für mich, dass er dieselben Klamotten trägt wie das letzte Mal, also als wir da so und... What? Wie? Nicht gerade das beste Ende. Nee. Ja, ich würde das auf jeden Fall gerne... Is it me this time? Am I too far? Did I cross that line? Getting hard to tell. Different day and another war. Order shifts, tumbles down. That right there is emotional damage. Dopsy, was haben wir gerade gesagt? Wir schicken Dankeschön. Aber... That right there... It's emotional damage. But that. Jealous mind unfolds. I forgive all. Something love.
Das war sehr erprobt. Die anderen hätten wohl besser funktionieren. Ich suche mal ein schönes YouTube-Video raus, wa? Ja. Mensch. Da bin ich ja gerade ein bisschen überfordert. Erstmal WD-40 die Augen auswaschen. Erstmal WD-40 auf Silent Hill Homecoming. Five Ending gibt's insgesamt. I don't, also, I'm really. Wie viele Silent Hill Spiele gibt es noch? Fangen von der aktuellen Stand der Dinge, dass wir noch eins haben. Also, wenn wir jetzt den Silent Hill Game Boy Teil rausnehmen. Also vom ersten Teil, was ja nur so ein Interactive-Kram ist. Und dann gibt es noch die Handyspiele. Ich glaube, 3 Handyspiele gibt es. But that's it. Also eigentlich im Moment nur Downpour. Und theoretisch müsste man eigentlich auch noch PT noch mal spielen. Aber lass mich mal ganz kurz hier das Spiel ausmachen. So. Patinka-Automan, auch eine gute Sache, ja. Ich mach mal ganz kurz hier, dass wir uns noch mal eben kurz die Enden nochmal angucken können, wa? Boah, das macht mich gerade einfach müde. Also ich bin noch nicht mal so richtig sauer oder so. Obwohl schon ein bisschen. Ein bisschen sauer bin ich auch, aber eher. Ich glaube, wir sind eigentlich nur ein bisschen verwirrt, dass sie gesagt haben, das ist geil, so machen wir das. I don't know. So. Muss ich mir mal anpassen. Aber also, jetzt wollen wir mal. Also, ja, enttäuscht, ja. Schon enttäuscht auch irgendwie. Also, weil. Ja, müsste ich jetzt richtig drüber nachdenken. Weil ich denke, also da. Irgendwas war da in diesem Spiel. So ein gewisser Flow und ich fand es auch, es war zumindest an einigen Stellen kurzweilig, aber es ist völlig verpufft. Was mit den Handyspielen? War da nicht was? Ja, es gibt 3, die sind aber ziemlich, sagen wir mal, also ich habe jetzt mir mal 2 so ein bisschen angeguckt, das ist sehr langatmig und ich weiß nicht, ob man das... Das können wir uns vielleicht mal irgendwie so mal kurz angucken, aber das ist tatsächlich nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay. Von Downpour erwarte ich jetzt noch so ein bisschen was, weil das jetzt im Chat auch so zweimal als ganz positiv erwähnt wurde. Na gut, komm, ey, wir geben uns das nochmal ein bisschen. Hört ihr was? Nee, ja, jetzt auch der Ton kommt gerade noch falsch. Moment, das muss ich nur mal ganz kurz. Gib mir doch mal 6 bis 7 Stunden, bis ich das gefixt habe. So, warte mal. Ich gehe auf Ear Trumpet. Und dann gehe ich auf das hier und sage. Ist das der Ton? Ist das der Ton? Moment. Ja, das ist der Ton. So, Moment. So, und den gebe ich jetzt aber mal. Moment, ich hab's gleich. Ich bin aber gerade echt erschöpft. Einfach gerade sehr erschöpft. So, warte mal, wie hier, Firefox. So, und den gebe ich jetzt, wo gebe ich den mal rauf? Auf System gebe ich den jetzt mal. So, und sollten wir jetzt auch Ton haben. Ja, jetzt haben wir auch Ton. Ah, ich bin top. Kam das laut gerade bei euch? Echt jetzt?
Weil ich höre sehr leise. Nein, okay, danke. Moment, hier ist noch was falsch. So, jetzt. So, ihr müsstet jetzt den Ton auch hören, wa? Ja. Ist das Ende, was wir gerade gesehen haben? Das ist das Ende, was wir gerade gesehen haben. Es gibt ein tolles OBS-Plugin, mit dem man den Ton von einzelnen Programmen abgreifen kann. Schreibt mir gerne mal. Nee, guck mal, das Ende hatten wir noch nicht. Aber es kommt ja auch so an. Ich muss es nur einmal kurz einspielen. Ah, da ist er! Da ist er! Der Punisher, wa? Ach nee, der macht aus jetzt ein Pyramid Head. Oh boy. Eternal Punishment. Okay. Ah, guck mal, er hat jetzt auch Muckis gekriegt. Ja, das ergibt Sinn. Klar. Ja, klar. Man sieht, wie das von innen aussieht. Ja, Ito ist, glaube ich, begeistert. Okay, auch ein gutes Ende. Wie traurig, dass ich das nicht hatte. Wie kriegt man das? Boogeyman Alex, okay. Und das war, hatte Dobbsy, glaube ich, schon rausgesucht. Man muss einfach nur die drei Figuren da retten. Also Mutter retten. Also erlösen, ne, wahrscheinlich dann. Mutter, Vater, Wheeler habe gerettet. Die anderen beiden waren tot, ja. So. Das dann jetzt. Badewanne, okay. Erinnert euch an die Badewanne? Wurde euch Papi umgebracht jetzt, ne? Ton kommt richtig gut von der linken Seite, ist angenehm. Okay. Ja, das ist alles sehr egal, kann das sein? Soldier Alex, geil. Okay, Taschenlampe, okay, alles klar, okay. So, was haben wir hier? Steht leider nicht dabei, was ist, aber ehrlich gesagt, uff. Da hat sich hier, Quatsch, man hat sich immer Gedanken. Das ist das Ende, was wir hatten. Ja. Das ist genau, das ist okay, alles verrückt. Oh nein, okay. Eieieiei. Oh nein, YouTube, tu mir das nicht an. Schade. Arme Joshua. Ja, ich könnte auch weiterspulen, aber ey, wir gehen das jetzt hier richtig schön vom Gefühl nochmal einmal durch, dass wir 100% gesehen haben in diesem Spiel. Man kriegt das Soldatenkostüm, das ertrinkt komischer Zusammenhang. Es ist, ja, ich, I don't know. Woo! Geiler Glitch. Schön, dass man das sieht. Ah, guck mal, aus dem Untergrund raus. Und die Hand geht auch schön durch. Das ist doch Fanmade, das ist doch die... Ist das das UFO-Ende? Ach ja, richtig. Dingsy. Eileen. Shit.
fuck this shit, I'm going home. Was man mit dem ersten Durchlauf versehentlich bekommen kann. Was muss man dafür machen? Das würde mich tatsächlich jetzt interessieren. Ist bisher aber das beste Ende, finde ich. Also. Ich glaube, nur Wheeler retten. Habe ich das nicht gemacht? Habe ich. Nee, weil Wheeler habe ich doch gerettet, ne? Dem habe ich doch ein Ding gegeben. Und die anderen beiden, Mami und Daddy, habe ich doch nicht gerettet? Die sind beide. Ach, ihr habt den Vater verziehen. Ja, das war mein Fehler. Du hast recht. Und jetzt kommt das Best-Ending, wenn man alle rettet, oder was, ne? Müsste es jetzt ja sein. Also man kann ja Mutter retten, Vater Wheeler nicht, man kann Fati retten, Mutter Wheeler nicht, man kann Wheeler retten, Mutti Fati nicht, man kann Mutti Fati retten, Wheeler nicht. Ja, gibt's aber nicht für alles, wa? Weil das wäre ja... Ach, ja, viel zu viel Gedanken. Das ist alles dasselbe. Jetzt kommen einfach keine Aliens, ne? Und sie fahren beide in Sonnenuntergang. Mit Wheeler. Ja, was ist mit ihren Wimpern los? Das ist alles unterwältigend. Big Rick Alex. Das war's, ne? Ja, das war's tatsächlich. Willst du noch die Uncut-Version von dem Tod des Vaters? Ja, komm. Folge 11. Das ist noch eine geile Idee. Machen wir eben noch. Ey, ich bin... Ich brauche die Edelsteine für Secret Ending. Also langsam fühle ich mich angegriffen. Was wollte ich suchen? Achso, Time to 3, wo ist es denn? Wie heißt das? Silent Hill Homecoming. Silent Hill. Oh, ich fühle mich echt. Aber es können jetzt auch natürlich an diesen 5 Stunden Ace Attorney liegen. So, warte mal. Folge 11? Folge 11, sagst du, ja? Was ein Twist heißt die Folge, ist gut. Ich check mal. Oh, wo war denn... Warte mal, was suchen wir? Wir suchen jetzt erstmal den Tod der Mutter. Nee. Was suchen wir? Doch, da, Tod der Mutter. Okay. So. Und hätte das wahrscheinlich in meinem Playthrough auch. Okay. Achso, Mutter war unzensiert. Mutter haben wir also gesehen. Ja, na gut, da ist ja nicht viel passiert. Ja. Okay. Wen wollten wir noch suchen? Ja, es ist jedes. Okay, ich hätte das, was ich machen soll. Es ist einfach so. Das war der Quatsch. Vater und Folter. Guter Songtitel. Ja, warte mal, Folter? Nee, kam noch alles. Kam noch alles danach. Oh! Na, das ist gute Rätsel. Da erinnere ich mich dran, als wäre es gestern gewesen. Dann sind die da rein. Da ist Fadi. Aber ich finde es ja witzig, dass sie hier haben. Also, die spielen ja offensichtlich auch die deutsche Version, aber Uncut, ne? Also, was heißt die deutsche Version? Mit deutschen. Will ich mal rausfinden, was da los war. Ist es. Nervenklinik. Wie sie den Gore aber nie zeigen, das ist ja lustig. Ja, pretty lame. So. Der wird nicht mal blutig. Ich fühle mich irgendwie, als wäre ich dabei. Hast recht, Tom. Hälften.
Ja, nee, Robin. Jeez, in ja, zwei okay. Hälften, ja, okay. Da, tschüss, Pirate Head. Das ist so lame. Mein Job hier ist dann. Was ist aus Pirate Head geworden? Robin, ja, hast du recht. Ja, das war das erste Mal nach dem Film halt und dann sind wir zwei wohl wiederverwendet. Ja, witzig. UK-Version kann sein, ja. Das muss man sich, glaube ich, in den Kopf rufen. Wir sind so normalisiert und entsensibilisiert. Folter. Also erinnert sich an ihn. Wir haben nicht immer einen. Da ist. Guck mal, hier ist aber auch sehr dunkel. Ich glaube, bei mir war es jetzt heller als bei denen. Haben wir mehr gesehen. Oder auch nicht. Ach, I don't know. So, wo ist Folter? Gott, das sieht aber auch einfach nicht gut aus. So, Achtung. Wow. Wie das einfach keine Relevanz hat dann. Was hilft denn zu quälen? Oh mein Gott. Ey, das ist hart in den Knochen rein. Da läufst du nie wieder. Oh Gott, auch Quicktime-Event. Ja, wirklich. Kannst du es mal failen? Oh ja, failen. Das ist kein Fail. Quicktime-Event mehr. Doch. Ach so. Fail mal. Holy shit. Das ist das, was du ganz oft siehst, wenn über Silent Homecoming gesprochen wird. Ein bisschen Unterschied. Ich könnte auch meine Zahnärzte. Okay. Jetzt fehlt noch zu unserem ganzen Glück der letzte Moment, nicht wahr? Das ist so lustig. Ah ja, hier, Moment. Ja, warum ist aber. Oh, holy shit. Alter, ja wirklich, das ist also. Yay, I love this. Das ist ja absoluter Bodensatz-Horror. Tommy, ich stimme dir nachträglich zu. Bitch. Schlambo. So, ich kann nicht mehr. Ey, das war Silent Hill Homecoming. Das war Silent Hill Homecoming. Ich habe nicht so viel erwartet und es hat mich zumindest streckenweise so ein bisschen unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Absoluter Bodensatz-Horror, an der Stelle auf jeden Fall. Ich finde, es ist nicht das schlechteste Videospiel aller Zeiten, so. Es gibt Dinge, die funktionieren. Ach stimmt, ich habe die PAL-Version, ja, das kann es natürlich sein, sehe ich gerade. Aber Holy Mother of Silent Hill. Das ist ja einfach nicht besonders gut. Oh, Elden Ring, ja, okay. Ich würde euch gerne freundlich anlassen. Ich würde euch gerne sagen, Mensch, dieses Silent Hill hat uns doch noch vier Dinge. Aber dann, es ist so leer. Es ist so egal, was in diesem Silent Hill-Spiel passiert. Da ist nichts drin. Es bringt die Serie null weiter. Es bringt überhaupt gar nichts, irgendwas weiter. Also das ist einfach nur. Ich kann es ja nicht mal Cash Grab nennen, weil es einfach auch dafür völlig egal ist. Also, das ist leider. Ja. I don't know. Also. Also ist egal. Dieses Silent Hill Homecoming ist einfach wirklich egal. Das ist einfach komplett egal. So, da ist nix. Also ich finde, es sind ein, zwei. Also das Beste, was ich tatsächlich sagen kann über das Spiel, ist, dass es sich doch relativ okay wegspielt. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da so krasse Längen drin sind. Die Level sind zum Teil natürlich. Also das Gefängnis war einfach überflüssig lang. Irgendwie wirkt alles sehr groß, aber. Wir sind ja echt ziemlich gut durchgekommen. Es gab jetzt wenig Momente, wo ich irgendwie rumgelaufen bin und dachte, was muss ich jetzt machen? So, ich finde dafür, das kann man dem schon zugestehen. Das ist halbwegs okay gewesen. Das Kampfsystem, das beste Spiel, das beste des Spiels war doch das Kampfsystem. Ich muss sagen, das Kampfsystem hat, wenn es gut funktioniert hat, war es ganz okay. Also das Kampfsystem hätte auch schlechter sein können. Es hat seine Limitations gehabt. Sind wir auch mal ehrlich, es hat nicht immer gut funktioniert, aber also ich finde, es hat mir zumindest, ich würde sagen, schon halbwegs Spaß gemacht. Verhältnismäßig viel Spaß gemacht. Fand es Origins auch ziemlich belanglos, wie schneidet Homecoming im Vergleich. Also Origins fand ich, hat dann noch so ein paar andere Momente gehabt. Das wirkte in sich ein bisschen stimmiger im Silent Hill Kontext, aber ich fand auch, hat nicht viel Neues gemacht. Das, was es neu gemacht hat, war halt der Quatsch mit den Waffen, Dingen schmeißen und so. Das gab's halt noch. Ansonsten, ja, also ich glaube, nach Downpour werden wir das mal machen. Da werde ich mich mal zusammensetzen und wirklich nochmal eine ordentliche Liste irgendwie machen, nochmal richtig drüber nachdenken. Aber
Ich glaube, Origins hatte noch mehr kreative Ideen. Aber auch war auch sehr bemüht, innerhalb des Silent Hill-Universums stattzufinden. Also da ist nicht viel Neues dazugekommen. Aber ich finde, da gab es schon ein paar coole Ideen. Also auch so stimmungstechnisch. Und man war ein bisschen mehr in Silent Hill unterwegs. Deswegen war Origins das Spiel mit dem Psychologen und dem Osmarbeiten. Nee, das war Shattered Memories. Origins war das, wo wir Travis gespielt haben. Den Trucker. Der eigentlich, also es hat ja alles vor den anderen, vor Silent Hill 1 hat das gespielt. Ne? Ja, und man hat da Alessa getroffen, aber auch da ist wenig hängen geblieben, muss ich sagen. Aber das war jetzt halt einfach egal. Also Homecoming ist einfach egal. Tut mir noch nicht mal leid. Tut mir noch nicht mal irgendwie leid. Ja, that's it, wa? Ich schicke euch noch irgendwo hin. Willst du dir gleich die Xbox schon greifen? Oder was? Guck mal, da kommt ein Kurti geflogen. Hallo Kurti. Hä? Oh. Das findet er manchmal gar nicht so scheiße. Es gibt ja Katzen, die finden das einfach grundsätzlich sehr scheiße, aber der findet es eigentlich manchmal ganz okay. Aber er ist auch nicht so mega begeistert. Liebe Leute, das Beste an Silent Hill Homecoming war der Chat. Und das ist jetzt kein Geschleime. Ich finde, ich habe mich an manchen Stellen natürlich nicht so schlau angeschaut, aber muss ich sagen, an sehr, sehr vielen Stellen musste ich lachen und das war der Chat. Deswegen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. Morgen direkt Downpour. Nee, gib mir mal eine Woche. Gib mir mal eine Woche. Aber ich werde es, glaube ich, relativ zeitnah ansetzen. Ich nehme an, von der Länge ist das auch nicht so viel länger als Homecoming. Wir haben jetzt für das hier, glaube ich, 4 Streams gebraucht oder was. Dennis, oh, lieber Tier, Dankeschön. Danke für den Follow. Aber wir fangen es auch zeitnah an. So, Mats aus dem Weg. Ja, ihr habt ja recht. Was ist noch eigentlich mit der Kugel Eis, für die ich morgen nach Berlin komme? Ja, sag Bescheid, ich hinterleg die. Ich werde die Kugel Eis an einer Mülltonne deiner Wahl hinterlegen. Wir gucken. Also mit dem Eis, ohne Scheiß. Also wenn wir das irgendwann mal hinkriegen, wenn wir irgendwie mal so ein paar Mal, Leute sind nämlich richtig gutes, in Berlin ist richtig gutes Eis, werde ich das mal ausgeben. Das mache ich wirklich. Aber morgen habe ich leider auch keine Zeit, weil morgen muss ich mich erholen von dem ganzen. Oh Gott, hey gut, na? Was macht sie mit dir? Das ist eine Perspektive, die kennst du gar nicht, ne? Er schnürt. Ja, er schnürt. Ist er mal dabei? Oh, jetzt fängt er das an. Ich schicke euch mal zu Speckobst. Dann kann der mich wieder auslachen, dass das Spiel doch nicht so gut war, wie ich dachte, das ist. Ah, da ist er schon. So, wie gesagt, mir hat sehr, sehr viel Spaß mit euch gemacht. Erneut. Das macht es dann doch irgendwie aus. Ich glaube, daran werde ich mich am meisten an Homecoming erinnern. An den Rest habe ich mich jetzt schon nicht mehr erinnert. Herzlichen Dank. Auch an Dopsy. Achso, guck mal, wir haben doch hier. Oh, ich mach jetzt weg. Also ich mach jetzt Feierabend. Pass auf. Dann sehen wir uns alle nur noch so ein bisschen unscharf. Aber danke an alle Mods, die dabei waren. Und wir haben also ein paar Subs dazugekommen und ein paar Follows. Das ist schön. Herzlichen Dank. Genießt euer Wochenende. Ach, Kurti, sind wir noch mal ganz kurz. Also Kurti, nee, so kann ich nicht. Also Kurti war auch gut. Oh Gott, Kurti enjoyed ja richtig. Ja? Guck mal, was er für ein Streckleck gemacht hat. Ich glaube, jetzt möchte er langsam runter, wa? Ach, Kurti. Kurti ist keine normale Katze. Kurti ist irgendwie wild. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. So, was ist der ganze Tag verwildert. Also, ich kann euch aber sagen, die Ace Attorney hat die bessere Story. Conclusion gehabt. Schafakurti und Schafakurti. Also, herzlichen Dank für euren Support, herzlichen Dank auch fürs Dabeisein, fürs Moderieren, fürs Aufpassen, für nachsichtige Tipps geben, für Unterstützen, wenn ich nicht in der Lage war, irgendwas hinzukriegen. Das hat mir sehr gefallen. Deswegen machen wir das bei Downpour auch so. Wir gucken aber, wie gesagt, ich würde jetzt mal so mindestens bis nächste Woche warten. Ich sage euch aber dann nochmal Bescheid. Und ich würde euch jetzt zu Speckobst schicken. Und wenn er sagt, wie war es, sagt er, war richtig gut. Mats sagt, das ist das beste Silent Hill, kurz hinter Silent Hill 2. Einfach nur, dass wir das mal festgehalten. Das Kampfsystem ist Bombe. Downpour und hoffentlich auch auf das CSX. Ja, auf jeden Fall. Da fange ich direkt damit an. Und wenn da tatsächlich auch noch irgendwie Cut, das gucke ich mir nochmal an, ob das geschnitten ist oder so, inwiefern sich das lohnt, da vielleicht auch nochmal in die andere Version zu greifen, das gucke ich mir dann nochmal an. Irgendwie wird es ja wohl gehen. So, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Erneut und bis bald. Euer, dein Mats.
Der Riddelkönig von mit dem Koti. In dem Sinne, bis dahin. Ciao, ciao.